So, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder Vampire the Masquerade in der Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Vampire the Masquerade in der fünften Edition und wir spielen immer noch in dieser kleinen Stadt ohne Namen. Aber da erzähle ich euch gleich noch was zu, denn der Koala hat vergessen, hier so Bildchen rumzumachen. Das heißt, ihr seht automatisch jetzt gerade schon alle, die da sind. Haha, keine Überraschung mehr. Heute mit dabei der Rerion als Ronan. Der vertritt heute Dr. Angela, gespielt von Lilio, weil die krank ist. Gute Besserung, Lilio. Hey. Ja. Und der Araiguma spielt heute auch wieder mit. Der ist nämlich immer noch der Aisea. Hallo. Ja. Und Kako spielt den menschlichsten Gangrel seit Vampirgedenken. Bruce. Guten Abend. Und Feramin dürfen wir nicht vergessen, die spielt nämlich Samantha. Hallo. Ja, wie ich schon eben erwähnt habe, wir sind immer noch in der Stadt ohne Namen. 2019 inzwischen. Naja, nee, noch nicht ganz, ne? 2018 noch. Letzter Tag 2018. Wir stehen am Jahresübergang. Und falls ihr es noch nicht wisst, diese Stadt ohne Namen hat wirklich keinen Namen. Oder zumindest schert sich keiner drum, dass sie keinen Namen hat. Und sie hat eine zweite Eigenschaft. Vampire können die Stadt nicht verlassen, ohne sich in Asche aufzulösen. Naja, zumindest hat Aisea das schon mal ausprobiert und Jelly auch. Und das ist ihnen nicht sonderlich gut bekommen. Ja. Und unsere Vampire sind jetzt knapp, wie lange seid ihr da? Ein paar Monate. Und haben es aber schon weit gebracht. Es gibt nicht allzu viele Vampire in dieser Stadt, deswegen ist es auch relativ einfach, die Karriereleiter hochzufallen. Und inzwischen haben alle mehr oder weniger eine wichtige Stellung in dieser Stadt sich erarbeitet. Auch wenn einige Zuschauer nicht begreifen, warum Hallo, eisernes Herz. gut. Es ist passiert und geschehen und es hatte auch alles so seine Sache. Und wir haben den Weihnachtsabend hinter uns gebracht und die ersten Arbeitstage in den neuen Umgebungen quasi, wenn ich das mal so nennen darf. Samantha hat ja einen Harpien-Job und Ronan einen Sheriff-Job zu bestreiten. Aisea war ganz lange weg vom Fenster und ist aufgrund der Güte des neuen Prinzen, des neu gewählten Prinzen, mit einem ganz besonderen Geschenk gesegnet worden, nämlich er dürfte sein Blut ein bisschen stärken, indem er einen anderen Vampir ausgetrunken hat. Und last but not least Bruce. Bruce ist gerade mal schnell so nach dem Elysium aufgestiegen zum Kind des Gangrel Primogen in der Stadt. Das heißt, er hat keine richtige große Aufgabe an sich, aber er steht in der Food Chain quasi einen drunter. Ja. Was bei Vampiren auch mal gleichzeitig heißt, dass du eine Zielscheibe auf dem Rücken oder auf dem Bauch oder auf dem Gesicht trägst. Na gut, das ist bis jetzt ja noch keinem groß aufgefallen, dass es auch Nachteile haben kann in viel Macht und viel, viel Verantwortung zu bekommen in einer Vampirgesellschaft. Ja, Bruce hatte versucht herauszukriegen, was mit den Anarchen passiert ist nach dem Elysium. Er wusste noch gar nicht wirklich, dass da Anarchen irgendwie da rumhängen, aber er hat eine alte verschlossene oder verlassene Mine kontrolliert. Da gab es irgendwie einen eigenartigen Zusammenstoß mit einem Tremere namens Pranava, der sich mit zwei anderen Vampiren gestritten hat. Und Bruce hat es nicht richtig mitbekommen, aber danach war Pranava und die beiden Vampire weg. Und zusammen mit Anna hat er beim letzten Mal nochmal diesen verlassenen Mine nochmal gutachtet und hat in einem Stollen, der ein bisschen zu wohnlich hergerichtet war, in einem alten, einige verlassene Betten und Schlafstätten vorgefunden.
Und Anna hat ihm dann erzählt, dass hier schon immer Anarchen waren und hier wohl gelebt haben. Und ja, dann haben Bruce und Anna und ich weiß gar nicht, Sam war auch dabei, glaube ich, ne? Wir haben Pranava zur Rede gestellt, aber der hatte gute Ausreden, warum er da war. Und am Ende, naja. Ronan schüttelt schon mit dem Kopf, aber der war ja nicht da. Einmal mit Am Ende Profis, hat er sie, glaube ich, so einmal semi mit überzeugt, Profis. dass er mit dem ganzen Verschwinden von den anderen überhaupt nichts zu tun hat. Ja, weil er wisst jetzt auch wenigstens, was er denn macht in der Stadt. Er sucht nämlich Sand, weil er Sand verkauft. Zumindest hat er das gesagt. Ein total ehrwürdiger Was ist los, Geschäftsmann, Ronan? natürlich. Die Du Telepathengeste hast so langsam. gemutet Ich immer kriege noch. schon wieder Kopfschmerzen. Oder nein, mein Kopfhörer ist gemutet. So, jetzt nochmal für mich. Das ist die Auspex-Telepathengeste, wenn man Migräne kriegt. Ach so, Ja, ah, das kennen wir seit dem Elysium ja auch. Ja. genau. Ja. Samantha verfolgt ihren ganz eigenen, ihre ganz eigene, ja, ihren persönlichen Rachefeldzug oder keine Ahnung, ihre Rehabilitation als, ja, was auch immer, seitdem ihr Sire auf dem Elysium öffentlich hingerichtet wurde. Und ja, es sieht es irgendwie, es ist alles ein bisschen kompliziert im Inneren von Samantha. Und alle möglichen Leute zerren und zirren an ihr. Und sie hat sich beim letzten Mal ein bisschen mit, nochmal mit Joe unterhalten, wollte, dass Joe für sie John sucht. Aber naja, sie hatte nichts anzubieten. Ich Macht er wollte was nicht. über die Minen wissen. Stimmt, das auch. Der Ich Isaiah habe nicht nach wollte. John gefragt. Wolltest, Isaiah aber gut, will. Isaiah sucht dann John. habe ich das falsch im Kopf gehabt, aber wie nach dem, du hast es eh nicht gekriegt, von daher, weil du hast ja nichts anzubieten gehabt. Ja. Und ja, der macht halt nichts ohne Gegenleistung. Was du ihm angeboten hattest, ist wohl, da ihm ein Zugang für Nosferatu in deinem neuen Club irgendwie zuzuweisen oder so. Und dann hat er gesagt, so, ne, wollte nicht. Was er dann auch unter Beweis gestellt hat, denn kurz danach stand er einfach so in deinem Büro und hat gesagt so, okay, ich hab einen Eingang. Und ja, ansonsten war er relativ freundlich, das gebe ich zu. Er war vielleicht auffällig freundlich zu Samantha. Ja, und hat sie nochmal darin bestärkt irgendwie, dass sie ihren Weg doch wohl weitergehen soll. Was auch immer dieser ist. Ja. Und ich weiß, hab mir irgendwie in Erinnerung, dass Sam sich eine Waffe besorgen wollte. Eine kleine Beretta und eine Machete, ja. Ja. Oh, es kann nur gut werden. Ja, währenddessen hat Isaiah ein bisschen ja, damit gehadert, mit den letzten bisschen Erinnerungen und von dem Vampir, den er getrunken hat. Er hat sich eine Gitarre zugelegt und versucht damit jetzt herumzuklimpern und zu spielen. Das ist das Harmlose, was er angestellt hat. Das andere ist, er versuchte den alten Wohnsitz des Klüngels auszuspionieren mittels moderner, per App gesteuerter Webcams. Und ja, das ist leider aufgeflogen, weil ja. Ein Nosferatu namens Wanze ihn dabei beobachtet hat und dachte, dass diese Information kann ich doch ein bisschen nutzen. Und dafür kriege ich bestimmt einen klitzekleinen Gefallen von der neuen Primogen der Brucha, die da nämlich ja noch wohnt. Und die war sogar so dankbar für diese Information, dass sie ihm einen riesengroßen Gefallen gegeben hat dafür, was er natürlich dankbar angenommen hat. Ja, jetzt schuldet die Primogen der Brucha einem Nosferatu einen großen Gefallen. Das. Naja. What could possibly go wrong? Nee, ich glaube nichts. Ja, und ja, dann musste sich Isaiah auch erstmal mit unserer Primogen der Brucha auseinandersetzen. Er hat sich dann wie immer schön herausgewuselt. Und ja. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass Angela dann auch die Aufzeichnungen, die Andrew in seinem Zimmer hinterlassen hat, abgehängt hat.
und genauso fotografiert hatte, glaube ich, auch, wie sie da hingen und die ganzen Informationen an Sam weitergegeben hat. Und ja, und Isaiah hat dann weiter versucht, irgendwie herauszukriegen, wo denn sein allerliebster Ventru außer ihm selber und dem Prinzen der Stadt denn irgendwie aufzufinden ist. Man könnte quasi sagen, mein drittliebster Ventru. Ja, genau. Ja, aber irgendwie hat er noch keinen richtigen Anhaltspunkt irgendwie, wo er ansetzen soll, irgendwie, ja, irgendwie zu Hause, also da, wo er früher zu Hause war, ist er nicht und sonst hat ihn irgendwie keiner gesehen und ja, ich glaube, er hat auch irgendwie so auf dem Schirm vielleicht mal Nosferatu zu fragen oder so, ja. Noch ist da nicht kein richtiger Plan hinter, aber wir werden mal schauen, was heute vielleicht passiert. Ja, und Roland war ja in der letzten Folge nicht dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Roland ist ja mal mit den Sheriffsaufgaben jetzt betraut und ja, hat noch gar nicht so viel Sheriff-fisch sein müssen in den paar Tagen, in die er jetzt Sheriff ist. Außer sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen, wie das Ganze denn jetzt hier in dieser Stadt irgendwie von, also wer hier alles so ist und wem, ja, und wem er gehorchen muss und wem nicht und wem er ein bisschen auf die Füße gucken muss und wem nicht. Und das ist eine anstrengende Aufgabe, die ziemlich viel Kopfanstrengung benötigt. Vor allen Dingen, weil in seinem Privatleben mit dem, ja, der zu verschleiernden Dünnblüterin Jelly ja auch noch jemand herumläuft, die ohne Ende angreifbar macht. Und ja, da hat er auch noch viel zu tun. Und dann kriegt er auch noch diesen Wust an Informationen und okkulten Zeug, was Samantha und Dr. Angela ihm vorbeibringen und sagen, hier, guck mal, wir brauchen das irgendwann mal. Was könnte das sein? Und wo Ronan doch als Tremere super cool und richtig gut ist in okkulten Dingen, wie wir schon festgestellt haben ein paar Mal. Nämlich gar nicht. Naja, nicht gar nicht, aber so gut wie nicht. Und vielleicht er hat das in der Pyramidenschulung nicht als Hauptfach belegt. Ja. Ja. Nur als Wahlpflichtfach. Ja, und was Ronan sonst noch so anstellt, irgendwie, während er da so seinen täglichen Job jetzt nachgehen muss, das können wir ja gleich herausfinden. So, aber ich würde sagen, wir starten bei Isaiah und gucken mal, was der so macht, denn er hat ja ein paar Pläne gehabt, außer dass er John finden will. Hat er sich ja schon vor ein paar Folgen, also ich glaube gar nicht, nee, so lange ist noch gar nicht her, dadurch, dass die letzte Folge ausgefallen ist, ist es irgendwie ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Hat er sich darum bemüht, also als er erschaffen wurde, also wieder herausgeholt wurde aus seinem Bestrafungsgrab, hat er sich ja auch schon mal und vorher auch schon mal erkundigt, wie es denn ist. Er bräuchte doch Mitarbeiter. Also um das mal so auszudrücken. Und ja, hat er eine Liste von Sabra angefordert, die ist immer noch der Prinz. Und wer denn hier ein guter Ghoul wäre? Und das ist die eine Sache, die er hat. Also jemanden zu finden, der auf dieser Liste steht, der dafür geeignet ist. Und zweitens hat er auch noch einen Auftrag bekommen von Sabra, wenn ich euch da mal dran auch noch dran erinnern kann. Denn Sabra hatte ihm um etwas gebeten. Denn die Ventru in dieser Stadt sind außer Isaiah und Sabra nun ja mit John zu dritt vertreten und damit kein sonderlich starker Clan, auch wenn sie den Prinzen jetzt stellen. Die Reihen der Ventru müssen gestärkt werden und Sabra hat Isaiah darum gebeten, einen neuen Ventru zu zeugen oder zumindest Ventru in die Stadt zu holen. Jetzt weiß ich nicht, welches Ziel Isaiah zuerst verfolgen möchte. Also vielleicht kann das ja auch zusammenhängen oder so. Erstmal ein Ghoul. Erstmal braucht er jemanden, der ein bisschen sicherheitsminded ist und vielleicht auch am Tag Sachen für ihn erledigen kann. Ja, vor allen Dingen auf dich aufpassen kann am Tag. Ja, genau. Denn Isaiah hat sich ja mit John nicht sonderlich gut gestellt. Nein, nein. Und Isaiah ist ja jetzt so gar kein Schlägertyp.
Nicht? Oh, verdammt, jetzt habe ich vorhin falsch notiert. Der alte Zerstörer. Ist immer toll, jetzt habe ich bei Sea immer Philipp Amthor im Raum gesehen. Ja, nicht so weit von dem Kollegen weg. Ach Gott. Das wäre doch ein passabler Ventrugul. Ich bin mir sicher, der ist schon Ventrugul. Ja. Genau. Also er nimmt sich seine schlaue Liste zur Hand und wird jetzt ein paar von diesen Kandidaten abklappern und sich die mal anschauen und sich für einen von denen entscheiden. Und mal schauen, wer von denen ein gutes potenzielles, einen guten potenziellen Mitarbeiter oder vielleicht sogar einen guten Kandidaten abgeben könnte. Ja, eine Person auf dieser Liste ist eine gut betuchte Dame, die eine Modefirma leitet. Mhm. Und muss ich gerade mal, hätte versehen mein Tab hier geschlossen. Eine gute Idee. Nochmal den Namen raussuchen. Genau, Rutherford hieß die gute Dame. Mhm. Frau Rutherford. Okay. Stylistin und Modedesignerin und Besitzerin einer großen Modefirma. Also die große Modefirma hier in der Stadt. Sehr gut. Dann wird Isaiah der mal einen Besuch abstatten geben. Vielleicht hat Isaiah auch noch im Hinterkopf irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie viel er mit Jelly jetzt noch zu tun hat. Ich glaube gar nicht so viel, ne? Ob er weiß, dass Jelly da gearbeitet hat? Ich glaube nicht, dass Jelly Isaiah besonders gut leiden kann. Was? Es gibt jemanden, der ihn nicht leiden kann? Ich bitte dich, jeder liebt sehr. Das ist doch also nur Liebe für meinen guten Venture, die ich bekomme hier. Jedenfalls, wird sich nicht daran erinnern, dass Jelly da mal gearbeitet hat, glaube ich. Er wüsste auch gar nicht, wo Jelly im Moment rumhängt. Ich glaube, er weiß gar nicht, dass die bei Roman ist. Wenn du ein bisschen erforscht über das Unternehmen, kannst du rauskriegen, dass dass das Unternehmen in den letzten paar Wochen einen Großteil seiner Anteile verkauft hat. Eine europäische Modefirma. Aha. Okay. Dann, gut, das ist ja deren Sache. Aber. Das, als Info. Das befreit ja vielleicht Kapazitäten von dieser Geschäftsführerin. Kann die mehr für mich arbeiten? Ja. Ja, sehr gut. Dann würde ich Miss Rutherford mal einen Besuch abstatten. Und zwar würde ich einfach mal sie auf der Arbeit besuchen, falls sie so spät noch arbeitet. Ja, es ist ja nun Silvester, ne? Also von daher wird da nicht. Ach stimmt, heute wird niemand arbeiten. Wird da wahrscheinlich eher Party vielleicht, sein, anstatt. Vielleicht richten die eine Feier aus, eine Feierlichkeit, die man. Also ein Betriebsfest. Man könnte. Ja, Betriebsfest, genau. Ja, in der Tat nicht, aber du hast auf jeden Fall auch eine Privatadresse bekommen. Also von daher kannst du da als zweite, also fährst dann davor, ist alles dunkel. Okay, dann kann man weiterfahren. Dann, genau, weiter zu der Privatadresse. Ja, was ja auf dem Weg auf jeden Fall schon auffällt, ist, dass die Stadt ungewöhnlich geschäftig ist, aber das ist ja nun an dem Silvesterabend nicht unbedingt schlecht und genau. Ungewöhnlich. Ja, sie hat ein Apartment mit in so einem Apartmentkomplex, ein etwas größeres Gebäude. Wenn du dann da ankommst, sie wohnt halt weiter oben. Also es hat keinen Pförtner oder sowas, aber es ist halt ein Apartmentkomplex. Ja,
also er wird einfach mal so ganz dir nichts einfach mal da reingehen und sich mal umschauen, ob irgendwo, ich weiß nicht, Klingelschilder oder Briefkasten oder sowas sind, woran man ablesen könnte, wo die wohl eine Wohnung hätte. Und ja, das kriegst du ohne Probleme raus, dass sie im dritten Stock wohnt. Ja, dann nimm den Aufzug und fährt da mal hin. Mhm. Im dritten Stock sind zwei Wohnungen, eine nach Norden, eine nach Süden raus, die sich quasi die Etage teilen. Das heißt, die Dame scheint aber also auch ganz gut Geld zu haben, dass sie sich so eine große Wohnung leisten kann. Und ja. Das Gebiet, in der das Ganze ist, ist übrigens auch Sabras Gebiet. Von daher ist es für ICR auch einfach, hier zu agieren. Ich wollte gerade sagen, sie würde mich ja irgendwo hinschicken, wo ich irgendwie Probleme kriegen würde. Naja, also ein paar Namen davon waren auch wohnhaft in anderen Gebieten. Ne? Also, ah, okay. Das hätte man vorher fragen müssen, vielleicht, bis man da irgendwas agiert. Aber gut, jetzt ist das ja kein Ding. Ich gehe ja nur gucken, meine Güte. Ich habe nicht vor, hier jemanden heute zum Ruhm zu machen. Ja. Mal gucken. also er geht einfach zur erstbesten Tür und klopft einfach. Hört man irgendwie Partygeräusche oder sowas? Wird hier gefeiert? Ja, man hört auf jeden Fall Musik aus einem der Apartments. Ja, aber auch das, es scheint auch das zu sein, wo sie wohnt, ja. Dann geht er dahin und klopft. Ja, dann macht dir jemand mit so einem Partyhut und so einer Tröte irgendwie. Also jemand, der eigentlich so einen feinen Zwirn trägt sonst, aber irgendwie halt so ein bisschen partymäßig irgendwie auch. Und trötet dir erstmal ins Gesicht. Hey, du bist bestimmt der Schwippschwager von Alex. Komm rein. Ja, hey, grüß dich. Bar ist da drüben, voll gefüllt. Nur das beste Zeug. Egal. Er läuft halt eine Apartment-Party. Also er nimmt die so einen Arm und klopft die so auf die Schulter. Also, und was macht das Leben? Ey, nur gut. Ah, hervorragend. Ja. Wenn du dann drinnen im Apartment bist, kannst du halt auch sehen, dass die Räumlichkeiten sehr groß gehalten sind und sehr frei. Und große Fensterfronten, aus denen man herausschauen kann. Und es gibt einen relativ. Also es ist nur der dritte Stock, aber man hat einen, da der Rest der Stadt nicht sonderlich Hochhaus oder so sind, hat man einen ziemlich guten Überblick über die Stadt. Geht an die Bar, nimmt sich einen, lässt sich was zu trinken geben und schaut sich quasi erstmal so ein bisschen um und versucht so ein Gefühl für das Klientel zu kriegen, was das für Leute, die hier rumrennen und was machen die hier so. Also ein Venture wie Isaiah hat das natürlich irgendwie im Gefühl, wenn er alleine schon irgendwie so den Samt und die Seide von den Klamotten so in der Nase hat, den Geruch und so. Oder das Parfüm, was die Leute benutzen. Oder der Alkohol, den sie trinken. Den Alkohol, den sie trinken, ist alles gehobene Klasse hier. Dunkel. Schön. Aber alles eher junge Leute, so? Ja, alles eher junge Leute, ja. Würdest du schätzen, so Mitte 20, vielleicht die Ältesten sind so Anfang 40. Also er sucht ein bisschen nach der Gastgeberin, schaut sich ein bisschen um und versucht sie ein bisschen im Hintergrund zu halten. Er ist ja jetzt nicht so partymäßig rausgeputzt. Du hast ja nur einen Namen bekommen, ne? Also wie du aussiehst. Vielleicht fragst du jemanden oder so. Ich suche die Frau, die viel rumrennt und dafür sorgt, dass alle alles haben, was sie brauchen. Und gute Gastgeberin spielt. Und versuche hier niemanden direkt zu fragen und meine Unkenntnis dadurch zu zeigen. Sehr geschickt. Ja, Das ist auch kein Problem. Siehst eine dunkelhäutigere, also eine Frau mit kurzen Haaren, die in einem schwarzen, also so einem glitzerschwarzen Partykleid immer von rechts nach links durch die Bude und irgendwie jeden einmal mit Küsschen rechts, Küsschen links und so. Dann bei keiner Gruppe lange stehen bleibt, sondern versucht irgendwie möglichst mit allen ins Gespräch zu kommen. Es ist wahrscheinlich so 11 Uhr, schätze ich mal.
Ja. Oder wie viel haben wir? Ja, ja. 11, 11:30, 12. Ja. Also er versucht so ein bisschen so einen Moment abzupassen, wo sie quasi zwischen zwei Gruppen hin und her huscht, mhm, und sich ihr so ein bisschen in den Weg zu stellen und sozusagen so, ah, so eine schöne Party. Das ist ja hervorragend geworden. Und du warst nochmal? Isaiah Williams. Ah. Der Schwibschwabacker von Alex bestimmt. Genau. Und er gibt so ein ganz breites, grinsendes Lächeln. So. Ja, das bin ich. Der Schiffsschwager von Alex. Alex, wie geht's Alex eigentlich? Ich habe so lange nichts mehr von ihm gehört. Ja, irgendwie er ist krank, habe ich gehört. Aber er hat trotzdem gesagt, dass du kommst heute und hat dich angekündigt. Ja, schlimme Sache. Ja, App wird ihm bestimmt bald besser gehen. Warum hast du ihn so lange nicht gesehen? Also das ist doch. Ich war viel unterwegs in letzter Zeit. Bin ich eine WG? Wie gesagt, viel unterwegs, Geschäftsreise, du weißt, wie das ist. Ah, was machst du denn? Ein bisschen hier, ein bisschen da, du weißt. An- und Verkauf. Ah, An- und Verkauf. Shout out zu Mr. Fanava. Guter Mann. Interessant. Mhm. Ja. Schaut so ein bisschen musternd an dir so hoch und runter. Ich will dich auch gar nicht weiter aufhalten. Bitte. Das ist eine wunderschöne Party. Dann herzlich willkommen hier in der Stadt und das Trinken ist da drüben. Kannst dich bedienen. Ich halte das Glas hoch. Ich hab schon. Danke. Oh. Aufs neue Jahr. Aufs neue Jahr. Und stößt mit dir. Er hat nicht was zu trinken? Er hat so ein Sektglas in der Hand. Der stößt an und dann nickt er hier so zu und so. Gib dir den Weg frei. So nach dem Motto, geh bitte weiter. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Genau. Ja. Okay. Dann geht sie und lässt dich dann da stehen. Und geht zur nächsten Gruppe und fängt dann an, mit denen zu reden. Also er tritt so zu der nächsten Gruppe, die gerade von ihm weggegangen ist. Und denkt seine Stimme zu so einem kleinen Flüstern. Das ist mir voll peinlich jetzt. Ne? Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt sie nochmal? Wer jetzt? Unsere Gastgeberin. Ich kenne die ja nicht persönlich bisher. Ich habe das voll vergessen. Mein Schwibschwager hat mir das gesagt. Tut mir voll leid. Lilian ist sie. Lilian. Wunderschöner Name, nicht wahr? Wow. Alcea hat sie auf jeden Fall wiedererkannt. Ne? Also wenn du sie da siehst, irgendwie, du hast sie ja von der Wahlparty als Begleiterin von Adam ja noch im Kopf. Das kommt bei Isaiah aber erst so stückweise wieder zurück. Und in dem Moment. Vielleicht auch am Outfit, weil sie jetzt ein bisschen mehr partymäßig aufgetakelt ist, anstatt Aura. Ja. Und in dem Moment ist Isaiah so ein bisschen erstmal so irritiert, guckt dann in die Runde und sagt: Danke. Bis später. Und macht sich dann daran, Lilian noch ein bisschen zu beobachten, wie sie hier hin und her wuscht. Mhm. Ja, ihre Aufmerksamkeit wird sehr schnell von einem neuen Gast in Anspruch genommen, denn jemand mit, der ein bisschen nicht ganz zu der Klientel zu passen scheint, wie die hier gerade von so sich hier gerade auffällt, weil er seine Klamotte doch etwas altmodisch wirkt. Aber ein dir sehr bekanntes Gesicht betritt nämlich den Raum. Auf seinen Gehstock gestützt steht er da und redet mit Lilian. Mr. Pnar den Raum. Küsschen rechts, Küsschen links. Oh Mann. Du kannst so Gespräch sagen, Lilian. Danke für die Einladung. Europäische Firma, ja. Also er hält sich so ein bisschen im Hintergrund und wird sich dann so ein bisschen so in Panavas Blickfeld schieben, so ein paar Meter weiter weg, sodass er will jetzt nicht irgendwie in diesen Moment rein, sondern
Er will nur sehen, sicher gehen, dass Pranava sieht, dass er hier ist. Okay, ja, der wird das wahrscheinlich bemerken, wird dann kurz so in deine Richtung gucken, so ein sehr kurz seinen Hut so abziehen und dann ein Lächeln aufsetzen. Ja, also er macht so eine... Ja? Also er macht so eine ganz, ganz, ganz leichte Verbeugung, so, indem er nur so ein bisschen die Schultern nach vorne nimmt und dann wartet er, bis Pranava nicht mehr bis er frei ist und versucht es dann mal so an den Rand zu dem zu gesellen. Ja, der stellt sich dann irgendwann so ans Fenster und schaut dann so in über die Stadt. Also quasi, das ist ja nicht wirklich hoch, aber so halt über die kleinen Gebäude, die halt um diesen Gebäudekomplex herum sind. Und also er stellt sich so neben ihn und sagt, einen schönen guten Abend, Mr. Pranava, lange nicht mehr gesehen. Den Segen der Nacht. Den Segen der Nacht. Das ist eine ganz besondere Nacht, jedes Mal, wenn das Jahr sich weiterentwickelt in ein neues Jahr. Mhm. Ja, und dann diese jungen Leute. Ne? Sie haben sogar mich eingeladen. Das ist eine sehr schöne Umgebung hier. Herzensgute Menschen. Ich werde aber nicht lange bleiben können. Ich fürchte, diese neumodische Musik geht mir ein bisschen auf die Ohren. Natürlich, natürlich. Aber ich sehe ja, Sie haben hier alles im Griff, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich. Ich hätte nicht erwartet, jemanden wie Sie hier zu treffen. Ich muss mich ja auch um das Volk mischen, nicht wahr? Ja, das ist wohl wahr. Ich habe gehört, dass eine europäische Bekleidungsfirma in die Modefirma von Miss Rutherford investiert hat. Oh. Sie würden diese Firma nicht zufällig kennen? Oh, natürlich, es ist eine Tochterfirma meiner Firma. Natürlich. Und Sie sind mit Miss Rutherford in welcher Form? Ich versuche mit der Firma von Frau Rutherford zusammen eine neue Kollektion neuer indianischer Mode auf den Markt zu bringen. Leider ist die Designerin, die dafür zuständig war, die ersten Entwürfe zu zeichnen, hat gekündigt. Ist jetzt, glaube ich, irgendwo einem Privatdetektiv angeheuert oder so. Aha. Was auch immer man von einem Modelabel zu einem Privatdetektiv als Sekretärin, also ich weiß ja nicht. Ja, da kann man. Das ist sehr auffällig, wenn Sie mich fragen. Vielleicht hat ihr die Arbeitsumgebung nicht gefallen. Aber diese Firma ist einzigartig. Also ich würde hier gerne arbeiten. Nicht umsonst habe ich hier investiert. Sicher, das kann ich mir vorstellen. Aber Sie wissen ja, wie junge Leute von heute sind. Ja. Kein Sinn für etwas Festes. Alle wollen immer das Neue, das Abenteuer. Nicht wahr? Neu, Abenteuer, ja. Stimmt, damit habe ich manchmal so meine Probleme mit Abenteuer und Neu. Ja. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Mr. Pranava, und ohne andeuten zu wollen, dass ich dass ich hier irgendeine etwas zu sagen hätte in dem Gebiet des Prinzen. Dürfen Sie hier sein? Sind Sie angemeldet? Ich bin hier zu Gast in dieser Stadt. Sehr gut. Und ich habe natürlich mit dem Prinzen, mit dem neuen Prinzen gesprochen. Und da ich auch in ihrem Gebiet untergebracht bin. Ach, Sie sind hier im Gebiet untergebracht. Ist eine schöne Gegend, nicht wahr? Eignen sich hervorragend. Die ganze Stadt ist sehr schön, ja. Ich befürchte, ich muss nur sie bald verlassen. Ja, ich habe zu Hause zu tun. Das wird sicherlich nicht ganz einfach. Wieso? Unserer naturgemäß ist diese Stadt schwer zu verlassen. Nicht wahr? Und krempelt so ein bisschen so seinen Arm hoch und da sieht man immer noch so Brandnarben auf dem rechten Arm. Oh, das sieht aber fies aus. Ja, das meine ich. Ja. Ist es schon schlimm. Und wie verlassen Sie die Stadt dann? Oh.
werde gehen. Das. Dann wären Sie der Einzige, der gehen könnte. Vielleicht ist das so. Faszinierend. Vielleicht sollten wir mal einen Kaffee trinken und darüber mehr reden. Das interessiert mich brennend. Aber Ich glaube, Sie sind nicht der Einzige, der an dieser Sache Interesse hat. Oh, sicher. Das ist schon der Zweite, der mich heute danach fragt. Wenn Sie so offenherzig darüber reden, dann... Es ist leider ein Geheimnis. Ich kann das sehr gut verstehen. Schreckliche Sache mit diesem Geheimnis. Ich würde das ja mit Ihnen teilen, aber nun, ich darf nicht. Das sagt... Ich dachte, die Pyramide sei gefallen und jeder macht, was er möchte. Mr. Isaiah, können Sie so etwas behaupten? Ja, wir sind doch unter uns. Und Naja. Mr. Fanaba, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Sie zu sehen. Ich hatte noch eine Frage. Sie erinnern sich vielleicht an einen Kompagnon von mir, John? Mr. John Doe? Ah, der nette Herr mit dem eigenartigen Modegeschmack. Korrekt. Er hat mir gefallen. Mir gefielen diese Blumenmuster auf seinen Händen. Ja, der faszinierende Kollege. Sie haben ihn nicht zufällig seit dem Elysium irgendwo gesehen? Scheint sich nicht mehr zu melden. Und Sie wissen ja, wie das ist. Muss er sich bei Ihnen melden? Ich würde gern mal wieder mit ihm reden. Ich vermisse ihn ehrlich gesagt ein bisschen. Also wenn er Ihnen keine Nachricht hinterlassen hat, wo er mit Ihnen reden, wo er Sie erreichen kann und umgekehrt, dann hat er wohl kein Interesse, mit Ihnen zu reden. Also ja, meines Schlages und meines Alters, wenn wir früher nicht mehr mit jemandem kommunizieren wollten, dann, Sie wissen schon. Ich weiß nicht, ob man das heute anders macht. Ja. Sehen Sie, das Interesse, das kann durchaus sein, dass das komplett einseitig ist und ganz bei mir liegt. Ah, das ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem mit ihm reden müsste. Deshalb frage ich nur, ob Sie ihn vielleicht gesehen hätten. Es tut mir leid, dass ich diese Frage mit einem Nein beantworten muss. Falls Sie ihn doch mal sehen... werde ich natürlich sofort eines dieser neumodischen Geräte benutzen und Sie anrufen. Wie ist denn Ihre Nummer? Ganz hervorragend. Hatte ich Ihnen nicht mal sogar eine Visitenkarte gegeben? Ja, aber diese Nummer ist nicht aktuell. Ich habe versucht, sie zu wählen. Ich habe nämlich einmal einen Anwalt gebraucht wegen dieser Sache mit dieser Firma. Aber da ist niemand ans Telefon gegangen. Aber das tut mir sehr leid. Es kann sein, dass ich habe kürzlich mein Büro verlegt. Ich war eine Zeit lang weg. Und das ist nicht gut für Geschäftsinteressen. Ja. Um Geschäfte zu machen, muss man verfügbar sein. Ich bin da ganz bei Ihnen, Mr. Panava. Sehen Sie, ich schreibe Ihnen die neue Nummer aus und er kramt so einen Zettel raus und schreibt seine neue Festnetznummer auf. Ein mobiles Endgerät besitze ich leider auch nicht, aber ich habe einen Anrufbeantworter. Ich sollte also zumindest innerhalb von einem Tag erreichbar sein. Ein Wunder der modernen Technik. Ja. Ganz faszinierend. Wenn Sie meine Hilfe bei sonst irgendwas benötigen, melden Sie sich gerne jederzeit. Vielen Dank. Eine Sache wollte ich Ihnen noch sagen, Mr. Fanara. Mir ist da durchaus die Sache mit John ist mir durchaus etwas wert. Wenn Sie mir damit helfen könnten, dann hätten Sie durchaus einen Stein bei mir im Brett. Wie man das heute so sagt. Einen Stein im Brett? Ist das eine amerikanische Redensart? Nein, nur Sie hätten etwas bei mir. Was könnte ein Stein in einem Brett bedeuten? Sie hätten etwas bei mir gut.
Das, wie gesagt, das ist mir etwas, das ist mir wichtig. Ich würde Ihnen etwas Materielles anbieten, doch Sie, ich. Sie meinen, nehme. Sie ständen in meiner Schuld? Ein wenig. Wie wenig? Geben Sie mir ein Beispiel, was ich für Sie tun könnte, um Ihnen das schmackhaft zu machen. Ich habe keinen Fahrer mehr. Ich kenne da einen Taxifahrer. Wobei den alten Fahrer werden Sie von Schönheit her nicht erreichen können. Ich kenne da einen Taxifahrer, der Ihnen vielleicht weiterhelfen kann. Nein, für Fahrerdienste stehe ich leider nicht zur Verfügung. Ja, das ist ein Jammer, schade. Ja. Sie können nicht zeichnen, oder? Sekunde, lass mich kurz meinen Charakter mal konsultieren. Also er ist von Minute zu Minute irritierter. Zeichnen. Ich brauche einen Designer für die Mode, für diese indianische Mode. Nein, tatsächlich dann nicht. Habe ich Ihnen jetzt schon zwei Beispiele genannt und wüsste jetzt auch absolut nicht, wie tief Sie noch in meiner Schuld stehen könnten. Wenn Sie mal wieder eine Firma kaufen wollen, dabei könnte ich Ihnen auf jeden Fall helfen. Das läge eher im Bereich meiner Kompetenzen. Vielleicht kommen wir ins Geschäft, Mr. Dicea. Wie gesagt, nur für den Fall, dass Sie etwas hören, das mir weiterhilft. Ich werde meine beiden Ohren spitzen. So sagt man das doch nicht. Ja, so sagt man das. Es ist wie immer eine Freude, Ihre Bekanntschaft, in Ihrer Gegenwart zu sein und Sie zu treffen. Ich empfehle mich. Bitte. Heute geht es jede Menge Partys, auf die ich noch gehen muss. Auf welche? Ich muss zugeben, das ist meine erste heute Abend. Vielleicht gehe ich noch woanders hin. Dahin, wo mich meine Nase hinführt. Ein zweites Sprichwort, was ich gelernt habe. Ja. In Ordnung, Mr. Fenama. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen ebenfalls einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Abend. Danke sehr. Ich werde mich noch einmal von der Gastgeberin entschuldigen lassen. Ja, auf bald. Ja, du siehst, wie er rübergeht und dann ein bisschen so auf seine Ohren deutet und dann so ein paar Gesten macht und so irgendwie mit ihr redet. Ja. Und dann verschwindet. Ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Finger in dieses Wespennest stecken möchte. Ich möchte eigentlich, also Stress mit einem von beiden wäre okay gewesen, aber mit beiden? Tja, die Dame scheint sehr beliebt zu sein. Ja, ich merke schon, die ist äußerst beliebt. Steht nicht umsonst ganz oben auf der Liste. Ja. Also er wird sich noch ein bisschen überlegen. Vielleicht macht ihr mal weiter, während ich mal gerade auch ja selber ausknoble, was ich da machen möchte. Vielleicht kann man diese Informationen ja auch anders irgendwie nutzen. Bin mir sicher, bestimmte andere Vampire sind höchst interessiert daran zu wissen, dass sie da so umschwärmt wird. Mhm. Ja. Ja, wo machen wir denn weiter? Jemand freiwillig, der hier ruft? Keiner. Gehen wir einfach mal gegen den Uhrzeigersinn nach oben zu Ronan. Ronan hat ja viel zu tun gehabt, nicht wahr? In den letzten der erstickt gerade in Arbeit. Ja. An diesem Morgen, wenn wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen, also diesem Nachtbeginn des 31.12., wie schläft Ronan denn? Er schläft.
normalerweise in seinem Bett. Mhm. Weil von Särgen hält er nichts. Zu altmodisch, ja. Ja, zu altmodisch, definitiv. Und vielleicht auch ein bisschen auffällig, also wenn man nicht gerade in einer Gruftwohnung ist. Da wäre ein Sarg vielleicht klassischer, ja. Ansonsten hat Ronan leider quasi, also die gesamte Wohnung mehr oder weniger mit Mindmaps dekoriert mittlerweile. Und das kleine Wohnzimmer, was an die Wohnung angegliedert ist, sieht mittlerweile aus wie ein riesiges Schlachtfeld, weil er überall die Dokumente versucht hat irgendwie zu sortieren. Da steht noch ein Kasten, da steht irgendwas von der Polizei, irgend so ein mit so einem Flatterband noch dran. Das ist heilloses Chaos aktuell. Während er da versucht, eine Struktur reinzubringen. Mhm. Also so die kanitischen Sachen von den menschlichen Sachen zu trennen und noch seine eigenen Ziele da in der Mitte irgendwie zu platzieren, das ist alles nicht so einfach. Ja, Ronans Kopf ist irgendwie schummrig aufgrund der vielen Sachen, die er gleichzeitig machen soll jetzt gerade. Und von allen Seiten zerren sie an Ronan und wollen alle irgendwas von ihm. Und gerade gestern hat er noch die Einladung vom Prinzen bekommen, dann nochmal irgendwie vorstellig zu werden, uns nochmal ein paar Sachen zu besprechen. Und der Primogen der Nosferatu möchte, der neue Primogene, also der alte ist ja auch der neue, möchte auch noch ein Wörtchen reden mit dem neuen Sheriff, weil er war ja der alte. Ne? Mhm. Und ja, so hast du sehr, sehr viele Termine und viel zu erledigen, was du so zu tun hast. Und du hast bis zu den ersten Sonnenstrahlen gearbeitet und dann hat dich dein inneres Tier dann doch dazu verleitet, dich dann doch irgendwie hinzulegen. Ich will. Und als Ronan aus seinem traumlosen Schlaf erwacht, den Vampire nun mal so haben und die Augen aufschlägt am nächsten Morgen, geht der Arm so rüber auf die andere Bettseite, wo normalerweise ja in letzter Zeit jemand geschlafen hat mit dir. Die ist aber leer. Aber Ronan fühlt so unter den Fingern noch Wärme. Also ist noch nicht lange leer. Hat schon manchmal Vorteile. Das so Murmel. Und dann nimmt er so Geräusche wahr aus dem Nachbarraum, irgendwie die Kaffeemühle oder so läuft. Und dann dringen so die ersten Gerüche rüber. Frisch gemahlener Kaffee. Ich hasse es. Brummelt so ein bisschen. Dass ich es nicht mehr trinken kann. Kurz so ein, zwei Minuten Selbstmitleid. So beim Aufstehen. Oh, kein Kaffee, kein Schnaps, kein Whisky. Ja, die ganze Wahrnehmung von Ronan ist noch so ein bisschen diesig, so wenn man gerade aufgestanden ist. Was eigentlich relativ ungewöhnlich ist für Vampire. Aber es ist halt noch so ein bisschen, also als hättest du Schlaf in den Augen, was auch bei Vampiren ja nicht richtig funktioniert. Also Ronan schiebt das ein bisschen auf Überarbeitung, beziehungsweise vielleicht macht sich auch die Gabe der gesteigerten Sinne so manchmal ein bisschen selbstständig. Wer weiß das schon so ganz genau. Ja. Oh. Hast du über all der Arbeit denn schon einen Blick auf diese Unterlagen geworfen, die sie gestern hereingebracht haben? Nur quasi überflogen erstmal, weil das hatte jetzt halt nicht die höchste Priorität. Da hat man geguckt, so was es ist, ob ihm irgendwas ins Auge springt. Und da wollte er sich heute drum kümmern, da eine Struktur reinzubringen, wie er sich da durcharbeitet. Weil er muss dann vermutlich, da er nicht genau weiß, ob es der Geheimschrift ist, ob da noch eine andere Sprache mit bei ist, ob er da dann irgendwo hin müsste. Ach, das ist. Dann hat sie ihn dann auch schon wieder weggelegt. Ja, genau. Ja, du trittst irgendwie in den Türrahmen, machst die Schlafzimmertür auf und siehst in das Wohnzimmer. Wie sieht das Wohnzimmer? Ist so eine angeschlossene Küche in einem Raum oder ist die Küche separat? Oder wie sieht das aus bei Ronan? Also er hat, die Detektei ist ja quasi so auch schon so von vornherein konzipiert gewesen als ein Büro.
Und daran anschließt sich halt eine kleine Wohnung mit halt einem kleinen Wohnzimmer, einem Schlafzimmer, Badezimmer. Alles halt relativ klein, weil so vermögend ist er halt nicht, aber auch nicht winzig. Also man kann sich schon drehen. Nur das Wohnzimmer ist halt relativ voll. Da steht ein großer Lehnsessel, da steht eine Couch, ein Fernseher, DVD-Spieler, alles, was man halt so braucht. Tatsächlich ist der Fernseher ziemlich modern. Mehrere Bilder an den Wänden, die tatsächlich wieder oldschool sind. Das sind Schwarz-Weiß-Bilder. Hast du hier nicht auch diese ganzen Sachen an die Wand gepinnt? Genau. Also sind die Bilder überklebt wahrscheinlich. Mehr oder weniger überklebt, beziehungsweise abgenommen, und da hat er halt die Mindmaps gemacht. Also man sieht an der Hauptwand quasi so die Zeitungsartikel, die Jelly ihm gegeben hat. Dann in der Mitte dieses quasi so ein Karteikarte, wo drauf steht das Ding unter der Stadt, Fragezeichen. Und dann halt so verschiedene Fäden und Verbindungswege dazwischen mit Indianisch, Flüche, Nosferatu, Fragezeichen. Ja, so eine riesige Mindmap. Ja, vor einem dieser Mindmaps steht eine weibliche Person im Morgenmantel mit langen Haaren und ist dir abgewandt und schaut sich halt die ganzen Sachen da irgendwie an. Ja. Wird wohin sich dann so quasi so halb so hinter sie stellen und mal gucken, ob was sie da besonders guckt, und dann so Buh machen. Buh. Na, die Gestalt zuckt so ein bisschen zusammen und dreht sich rum. Also dreht den Kopf so nach hinten. Und jetzt erst fällt Ronan auf, dass die Haare anders sind, als er eigentlich erwartet hätte, weil Jelly hat lila Haare. Und diese Gestalt hat keine lila Haare. Und sie dreht sich um und Ronan blickt in ein Gesicht, das er lange nicht mehr gesehen hat. Okay, es vergehen so 2-3 Sekunden, wo er es blinzelt und dann die Augen aufreißt, als ihm die langen roten Haare auffallen, die blitzenden grünen Augen. Und die, das, ja, was schreibt er? Die doch sehr helle Haut, die Sommersprossen im Gesicht. Und das Lächeln, was so unglaublich vertraut ist und das jetzt diesen Ausdruck hat. Dann springt er wirklich einen Meter zurück. Der nächste Sinneseindruck, den Ronan gewinnt, ist der süßliche, gut riechende und fast schon süchtig machende. Dieser Kaffeegeruch weicht dem Geruch von Blut. Was ist hier los? Dann dreht sich die Gestalt völlig ganz rum zu dir und guten Morgen, Schatz. Und du siehst halt dieses, wie sich der Morgenmantel langsam rot färbt. Der Brustebene. Völlig erstarrt, wirklich im Schockmoment der Stadt startet er da einfach nur drauf, unfähig sich zu bewegen, während die Augen immer größer werden. Das kann doch nicht sein. Geht's dir gut? Ich bin noch nicht wach. Ich bin noch nicht wach. Ich bin noch nicht wach. Hallo? Wer bist du? Was soll das? Ja, beim nächsten Zwinkern steht wieder Jelly vor dir und schaut dich an, als würdest du also total. Was ist los? Hallo? Ronan! Er
Also Ronan sackt dann wirklich in die Knie. Und ist noch blasser, als er das sonst dann eigentlich ist, wenn er halt nicht getrunken hat. Ich glaube, ich krieg Hallos. Hast du was Schlechtes getrunken gestern? Ich hab dir vielleicht gleich gesagt, dass diese komische Jugendliche da vielleicht irgendwas eingeschmissen hat. Aber auf mich hörst du ja nicht. Vielleicht liegt es wirklich daran, ich trinke ja so gut wie nie von Menschen. Das letzte Mal habe ich mich so komisch gefühlt, als ich zum ersten Mal von der Leiche getrunken habe. Was ich übrigens ziemlich eklig finde. Entschuldigung. Ich muss jetzt los. Also ich ziehe mich dann mal an und dann gibt ja heute Abend Partys. Ich glaube, meine Chefin, Ex-Chefin hat mich auch eingeladen, aber ich glaube, da will ich nicht hin. Eine Party, das ist vielleicht eine tolle Idee. Vielleicht sollte ich auch auf eine Party gehen. Läuft da nicht irgendwas in der Bar von da, wo Bruce immer rumhängt? Oh, ein Pappe, oh, ich glaube, so ein Pappe. Sollen wir da hingehen? Ich bin sicher, Bruce wird sich freuen, dich wiederzusehen. Meinst du? Bestimmt. Weißt du, du gehörst jetzt zu den netten Normalen hier. Ich muss mich auch noch mal mit Angela treffen. Wir müssen ja jetzt immer zusammen gesehen werden und so. Ja, ihr passt doch optisch tatsächlich gut zusammen. Nein, ich werde mir keine Rockabilly-Kleid kaufen. Naja, Plateau-Schiff. Dafür zahlst du mir nicht genug. Also. Ich zahle naturale nur Dienstleistungen. Zählt das denn gar nicht? So. Gib dir so einen Schnipp. So. Komm erst du erstmal von deinen Hallos runter. So, ich gehe mich anziehen. Aha, bis später. Der Geruch von Blut liegt übrigens immer noch in der Luft. Oh. Gut, vielleicht habe ich auch einfach furchtbaren Hunger. Ja. Ronan setzt sich dann erst auf die Couch. Es knirscht irgendwas. Na, wirft so ein paar Dokumente zur Seite. Ich sollte hier dringend mal aufräumen oder eine Putzfrau anstellen. Guckt mal so. Eine gute Putzfrau. Guckt mal so, wohin Jelly verschwunden ist. Besser nicht. Feigling. Okay, das war abgefahren. Was sollte ich denn heute machen? Irgendwas, das meinen Kopf nicht so schwer belastet. Das ist eine gute Idee. Was belastet meinen Kopf nicht so schwer? Scheiße. Guck sich so im Raum um. Vermisstenfälle, da kann ich mal reingucken. Hey. Während Ronan dann da so drin herumblättert, springen wir einmal weiter zu Sam. Wie verbringt Sam denn den ersten Teil des Abends? Ja. In ihrem Büro im Club. Ganz allein. Ganz allein, ja. Sie würde mal versuchen, bei dem Graham anzurufen. Oder ihm eine Nachricht zukommen zu lassen. Dass sie sich freuen würde, wenn er für ein persönliches Treffen vorbeikommen könnte. Nachdem sie sich ja beim Elysium nur so kurz gesehen haben. Genau, und so ein bisschen, was sehr geplant war, als Horwand zu benutzen, auch die Einweisung in die Spielregeln, die dann für diesen Club gelten, für die Kainiten. Und dass er die als Primogen dann natürlich an die anderen Malkavianer der Stadt bitte weitergeben soll. Das machst du an dem Morgen oder hast du das vorher schon gemacht? Nee, das machst du jetzt, ne?
Das mache ich, nachdem Bruce und so wieder weg sind. Okay. Ja. Dann, ja. Was macht, steht Sam dann an und legt den Topf, den Telefonhörer wieder auf? Oder hast du inzwischen, ich denke, das war kein Handy, sondern Festnetztelefon? Festnetztelefon, ja. Ja, und ich habe kein Handy und ich werde mir auch keins zulegen. Es halt immer noch so in diesem, auch in dem Büro. Es ist zwar ein bisschen vollgestellt oder so, aber es ist halt, es ist immer noch so halbe Baustelle alles. Handwerker gibt's heute nicht, die irgendwie daran arbeiten. Beziehungsweise, wenn, dann über Tag. Und ja, es ist irgendwie großräumig alles und düster, solange man halt das Licht nicht anschaltet, und leer. Einsam. Das ist doch gut. Ich sag's nur. Ja, nee, nachdem sie irgendwann auch Hunger bekommen wird, wird sie sich auch mal auf den Weg in die Stadt machen. Ja, wie ich eben schon bei Isaiah beschrieben habe, ist es viel los auf den Straßen. Also wenn du Hunger hast, ist, kannst du ja mal einen Hunting-Roll machen. Der würde ich dir sogar um eine Schwierigkeitsstufe erleichtern. Weil heute so viel los ist. Okay. Ah, ja. Nu, kein Problem mit 2. Sogar auf die normale Schwierigkeit. Vielleicht finde ich irgendeinen netten Kerl, mit dem wir auch irgendwo noch eine Runde tanzen gehen können. Ja, bestimmt. Es sind ja überall Partys, da findet man sicher eine Gelegenheit, um. Und Sam war schon ewig nicht mehr tanzen und. Mhm. Ja, dann findest du tatsächlich einen jungen Herrn, der Interesse hat und ja, einer Begleitung einer hübschen Frau nicht zu Nein sagen kann. Mit dem ziehst du um die Häuser. Von einer, hast du irgendwelche favorisierten Locations, wo du hin willst zum Tanzen? Wenn es was gibt, wo irgendwie Haus laufen würde, dann wäre das bevorzugt, aber eigentlich ist es auch egal. Ich würde ihm einfach so, komm, wo kann man denn hier Spaß haben? Ich bin noch neu in der Stadt, ich kenne mich nicht so wirklich aus. Zeig du mir doch mal die schönen Ecken dieser Stadt. Dann geht ihr in ein Tanzlokal, würde der Pranava sagen. ja, dort kann Sam das erste Mal wieder so ein bisschen wie früher sich fühlen. Also wie in dem Club, in dem sie Andrew kennengelernt hat. Und es ist alles so relativ ähnlich. Ich meine, die Clubs sind jetzt nicht großartig unterschiedlich. Ist alles ein bisschen kleiner als in Sacramento. Aber die Leute haben Spaß. Ist alles irgendwie auf Neujahr dekoriert. Und ja, ein bisschen fühlt es sich an wie früher. Das ist doch sehr schön. Ja, menschlich. Sehr menschlich. Und Sam als Toreador genießt natürlich dieses Partyleben und die Musik, die kommt, und auch die Lichter, wie sie hochflackern, die sich der Ekstase hingebenden Menschen um sie herum, also der Tanzen und dem Alkohol und die ganzen Gerüche nimmt Sam auf jeden Fall nochmal gesteigert wahr. Ich denke mal, dass dein Auspex ja sowieso die ganze Zeit mitläuft. Und ja, es ist auf der einen Seite so, wie ich es gerade beschrieben habe, dass es sich halt menschlich und wie vertraut wie früher anfühlt. Andererseits ist es so intensiv und so innig. Du hast irgendwie das Gefühl, du könntest die Emotionen und die Lust am Tanzen und am Feiern und so geradezu riechen und aufsaugen von den anderen, die im Raum sind. Und als ob sie deinen eigenen Tanz, den du mit deinem Partner dann aufführst in der Mitte, vielleicht sogar
davon zehrst und das irgendwie mitnimmst oder so. Es ist ein anderes Ding, was sich in dir regt, was halt mehr ist als das, was es früher war. Das ist aber genau dein Element hier. Denn Sam war immer schon beim Tanzen ganz gut drauf. Tanz war, glaube ich, ihr Ding gewesen, ne? Ja, aber sowas von. Den Mann, den du da aufgegabelt hast, der ist ein bisschen unbeholfen, was das Tanzen angeht, aber er gibt sein Bestes. Ja, gut, dann werden wir einfach durch die Häuser ziehen. Okay. Und vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Bewusst oder unbewusst. Inwiefern? Dass wir eben auffallen oder Sam eben auffällt, dadurch, dass sie sich halt wirklich gut zur Musik bewegen kann und. Ah, okay. Ja, dann kleben auf jeden Fall mindestens, wenn du dann anfängst, das wirklich auch drauf anzulegen, irgendwie bist du natürlich der Mittelpunkt der Tanzfläche. Und die Leute schauen bewusst und mit dem Finger auf dich und alle Frauen drehen sich neidisch um und alle Männer ebenfalls, wenn nicht sogar noch etwas anderes in diesem Blick darin ist. Ja, und der Typ, den du da aufgegabelt hast, der stolzeste Mann den ganzen Abend. dieses Meins auf der Brust. Genau. Ronan hat es gerade gut vor. Genau so. Ja, aber auch dieses Animalistische, was da durchkommt, auch das triggert irgendwie dieses Animalistische, was wiederum in dir ist. Mhm. Und es ist, du genießt die ganze Sache. Oh ja. Und ich denke, das ist aber auch völlig, sich darauf einzulassen, ist aber auch so, dass man da nicht mehr groß worden an andere Dinge denkt oder andere Sachen machen möchte, oder? Mhm. Das ist so ein Abend, wo so im Prinzip Scheiß drauf auf Harpier, Scheiß auf die ganitische Gesellschaft. Einfach feiern. Ja, dann feiert Sam. Und wir gehen rüber zu Bruce, während Sam feiert. Was macht Bruce denn so an Partyvorbereitungen? Ja, Bruce steht gerade an einem großen, runden Tisch. An dem Tisch sitzen einige Leute. Darunter zwei so Trucker, die der kennt. Einer von denen war auch derjenige, der mal in einem Motel war und da so ein bisschen zugerichtet war. Zusätzlich sitzt dann noch der Ronald, das ist ja mein Kontakt bei der Polizei, die alte Lady und ich. Und Bruce lehnt sich gerade so ein bisschen über den Tisch und sagt so, Leute, ich habe hier zwei Würfel. Das Spiel ist ganz einfach. Jeder hat ein Getränk vor sich. Und alle schauen so, und die erste Lady hat es, also ich erkläre quasi gerade so ein Trinkspiel für Silvester. Mhm. Es ist ganz einfach. Ihr würfelt zwei Würfel. Und alles, was mit 3 zu tun hat, dann müsst ihr einen trinken. Aber einen großen Schluck, nicht einen kleinen Schluck. Und der als letzter steht, hat gewonnen. Einen großen Schluck von mir oder einen großen Schluck von dir? Von dir. Natürlich, das wird auch immer nachgekippt. Ah. Außer du hast einen Dreierpatsch, dann musst du alle Getränke trinken am Tisch. Du hast keine Chance, Bruce, das weißt du jetzt schon. Natürlich. Aber ich mach's trotzdem, weil es Spaß macht. Ja, und wie gesagt, Bruce steht halt da und. Jelly darf der Oma keine Drogen verkaufen, nur Bruce darf sie abfüllen. Interessant. Es ist Silvester. Ich darf was erleben. Du feierst also auch, Sam. Genau. Ich darf auch feiern. Isaiah feiert auch. Nur Ronan nicht. Noch nicht. Da kommt er ja gleich. Er gesagt, und Bruce steht halt da und noch gerade erhoben von seinem Stuhl und hat dann noch die Feinheiten, so, ne? Dass man, wenn man eine 3 und eine andere Augen zerwürfelt, so viele Schlücke auch noch trinken muss und so. Und dass das halt mal er mal irgendwann mal in der Schule, im Studium oder irgendwann mal gelernt hat. Und probiert die halt so ein bisschen
anzuheizen, weil das ist halt das, was er schon die letzten paar Jahre immer gemacht hat. Ja. Wenn er das dann so erklärt hat, dann lässt er die erstmal so machen. So, lässt dem Ganzen seinen Lauf. Ist Anna auch da? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn sie halt möchte. Wenn sie trinken kann, ja. Also, Bruce kann ja trinken, also muss das halt nicht sofort wieder raus. Ja, naja. Man kann ja das innere Tier bemühen, um menschlicher zu wirken. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dann wird ich auch dabei sein. Das müsste ich mal stark von aus. Also Bruce halt auch. Der hat sich da auch schon richtig drauf gefreut. Mhm. Gerade, aber die Trucker halt immer laut posaunen und dann immer als erste umkippen. Ja. Ja. Dann steht halt da, so. Dann geht's mal los. Und er klackt so mit den Fingern. Ja, und würde halt da erstmal den Abend verbringen, halt bis Silvester. Mhm. Und dann vermutlich so kurz vor dem Counter und dann einer einmal so rausnehmen, so gibt ja so quasi so einen Seitenausgang. Aber erstmal mit den anderen Bechern, bis die dann. Ja. Ja. Kurz vor Mitternacht wird dann wahrscheinlich Ronan dazustoßen mit Jelly. Wenn er denn das noch vorhat. Ja. Also es ist ja auch, weil Jelly hat ja auch ein bisschen, so vermisst Bruce ja auch. Und die sind ja eigentlich auch recht dicke. Und da sagt man, naja, gut, dann komm. Ne? Ich kann zwar nicht mehr, aber für einen Abend, da kann ich ja so tun, als ob, da kann ich ja den Iren mal wieder raushängen lassen. Mhm. Ja, denn wenn einer saufen kann, dann sind das Iren. Also macht er sich, erscheint er dann menschlich natürlich und wird dann damit Jelly aufschlagen. Ronan hatte ein Telefon, ne? Ronan hatte ein Telefon, ja. Und er hat ja seine 28 so Wegwerf-Handys. Ja, dann feierst du oder machst für Jelly, steigt in dieses Trinkspiel ein. Also es gibt für Jelly nichts Interessanteres, als Dinge durcheinander zu trinken. Das stimmt. Der ist es auch völlig egal, was das ist. Und kurz fragt sich Ronan, okay, also wenn sie diese drei Alkoholsorten, wenn sie da vielleicht in einem unbeobachteten Moment wird sie beim U-Boot saufen, vielleicht sogar das Glas mittrinken. Kriegt das mit? In einem unbeobachteten Augenblick. So. Okay, jetzt rülpst die lila Wolken. Ja. Also Ronan wird sich dann halt dazu gesellt und der erweist sich ja tatsächlich als tatsächlich sehr unterhaltsamer Gesprächspartner. Mhm. Nämlich gar nicht. Doch, klar. Der erzählt total viele alte Geschichten, Cop-Stories und Anekdoten aus seiner Zeit, wo er schon mal als Privatdetektiv unterwegs war. Also der hat viel zu erzählen und vor allen Dingen, er ist halt von Kopf bis Fuß tätowiert, ne? Das alleine ist schon. Auch die Trucker teilweise auch. Ja. Ja. Ist Bruce das denn so recht, dass Ronan und Jelly da sind? Klar. Also, das sind ja die zwei der annehmbarsten Vampire in der ganzen Stadt. So, das, ja. Von denen weiß er, die machen auch keinen Ärger. Vermutlich nicht. Aber Jelly ist doch, war ja immer cool. Also, nee, das ist. Also auch irgendwann, wenn dann so die beiden Trucker wieder kurz vorm Exitus sind, ja, so mit Stirn auf der Tischplatte und die alte Dame dann gegen Ronald quasi ihr One-on-One macht, dann sagt er so, die kriegen jetzt eh nichts mehr mit. Wir können uns auch ruhig da hinten hinsetzen. Weißt du, das ist jetzt nicht mal eine Woche und ich bin schon überarbeitet. Du wolltest den Job haben. Ich habe dir davon einfach nicht drum beneidet. Vielleicht könntet ihr mich das nächste Mal einfach schlagen, wenn ich sowas versuche. Schaut mal zu Anna. Schlagen, nicht kratzen. Schau so zu Anna und nicke so ganz leicht. Ist gemerkt. Warst du denn schon erfolgreich? Naja, weißt du, so beschissen klein diese Stadt ist, desto erstaunlich viel passiert hier eigentlich unter der Hand. Ja, das ist mir aufgefallen.
Ich habe mir ein paar Cold Cases besorgt. Das ist aber, also ich versuche so ein bisschen, ich schaue mal so zu dem Ronald rüber, zu dem Sheriff, so, mich ein bisschen beliebt zu machen, damit die mich halt häufiger mal rufen, wenn irgendwas ist. Ich habe schon von ihm gehört, ja. Damit ich da frühzeitig was abfangen kann. Und dafür muss man halt so ein paar Mistsachen machen, wie Sachen, um die sich die Cops nicht kümmern wollen. Und so also kein Kapital dafür haben. Und das sind halt meistens Cold Cases. Ja, ja. Ronans Telefon klingelt. Ja. Okay. Kenne ich die Nummer? Es ist keine Nummer, es ist ein ja, klar, da ist eine Nummer dabei, die kennst du aber nicht. Es ist ein Link, der geschickt worden ist. Ding, ding. Nein, nicht aufdrücken, das ist ein Kettenbrief. Ja, wenn du draufklickst, kommt ein Bild von einem Geschenk, wo so dir das Geschenk so irgendwie aufpoppt und dann siehst Cronin einen Countdown. Mach das Fenster auf, schmeiß das Handy raus. So im Affekt. Schau so verwirrt zu Anna, zu Jelly, zu ihm. Ich, okay. Das war ein Reflex. Vielleicht, wie spät haben wir eigentlich? Ich dachte, wir können nicht betrunken werden. Wie spät haben wir es? Ist schon gleich Mitternacht? Ja, in 20 Minuten. Auf dem Handy hatte ich auf einmal einen Countdown runterlaufen. 20 Minuten Countdown. Hat er gar nicht drauf geguckt. Sag's nur. Oh Gott, ich glaube, ich... Oh. Es ist Silvester? Ja, ich bin ein bisschen nervös, glaube ich. Ich habe das Gefühl, an jeder Straßenecke beobachtet mich irgendwer oder irgendwas. Kra, kra. Das kenne ich. Scheiß Vögel. Das Schlimme ist, ich darf die nicht abknallen. Nein? Ah, ne. Wenn die wenn Tessamandas-Vögel sind, dann würde ich ja die Gule des Sehneschalls umlegen. Zählt das? Ja. Okay. Also bei Nosferatu vermutlich schon. Ich dachte. Also. Na gut. Aber naja, wie auch immer. Ich bin ein bisschen nervös, glaube ich, einfach. War das denn jetzt am Ende? Ich kenne die Nummer nicht. Handy? Seit wann klickt man denn auf den Link, wenn man die Nummer nicht kennt? Weil ich neugierig bin? In manchen Fällen hätte ich dir damit echt eine Waschmaschine erspart, aber... Vielleicht wird dir noch eine nachgeliefert. Wenn du es brauchst. Naja. Ich habe ja noch ein paar Wegwerf-Handys. Was? Guckst du so verwirrt an, so wie? Das gibt's gar nicht mehr, sowas. Klar, ein paar Prepaid-Handys. Ich hatte bisher immer nur eins. Er holt so ein Smartphone raus, wo echt so Spider-Bot-Display auf jeden Fall schon, also da bröckelt schon so ein bisschen Glas raus und sowas. Naja, das könnte funktionieren. Ja. Vermutlich. Ja, das Ding ist halt, wenn die Dinger zu modern sind, dann kann man die halt orten. Ach ja, die Sache, ja. Das, Paranoia. Ich, eigentlich eine gute Sache. Ich mach so mobile Daten aus. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, aber Anna und ich waren bei dieser Höhle. Ich hatte dir davon schon erzählt? Oder nein, dass ich da hingehe, habe ich erzählt, ne? Aha. War leer. Also, ja, da waren mal Leute gewesen. Also, nach Anna auch schon eigentlich immer hier in der Stadt, aber die
als wir da waren, waren diese Höhle komplett leer. Also wirklich niemand. Ja. Ich meine, ich kenne mich halt nicht aus mit Anarchen und so. Aber irgendwie ist das schon komisch. Naja, die neigen zu Rudelbildung. Ja, aber sollte nicht immer einer da bleiben? So als Sicherheit? Auch wenn die sich was zu trinken genehmigen oder so? Naja, wenn wir deine Sache da weiterspinnen, vielleicht war das die Sicherheit, die Aufpasser. Ja. Ja, wir hatten mit ihm geredet. Ihr habt was? Mit Plaber. Über was habt ihr mit Blava geredet? Über die Sache. Ich war bei Sam und das kam mir auch ein bisschen komisch vor. Dann hatten wir ihn hergestellt, oder sie hat ihn hergestellt. Er hatte seine Nummer und da mir das halt echt nicht koscher war, wollte ich generell mal fragen, was das Ganze soll. Und weil er auch mal erzählt hatte, dass er hier rauskommt, das wollte ich ihn auch mal fragen. Er hat beides abgeblockt und also, ich meine, wir beide sind echt schlechte Lügner. Aha. Aber dass er hier ist, um Sand zu, dass er hier ist, um Sand zu kaufen. Naja. Also, ich will euch da nicht reinreden. Das war ein super Ansatz bestimmt, aber ich glaube, Plenava ist vermutlich, so wie ich ihn einschätze, einer der ältesten Vampire in der Stadt. Wenn nicht sogar vielleicht der älteste Vampir. Und wenn man älter wird als 10, ist man schon ein ziemlich guter Lügner. Wird man älter als 50, ist man ein herausragender Lügner. Ist man älter als 100, kann man jeden täuschen. Warum hat er das dann mit dem Sand gemacht? Also wenn das stimmt. Entweder um als harmlos zu erscheinen oder einfach um euch zu verarschen, und er hat sich köstlich amüsiert. Könntest du mir vorstellen, ist er Osteuropäer. Dieser Europäer immer. Mach nur Blödsinn. Ja. Wie bitte? er ist auch Europäer. War da nicht mal irgendwie was? Nee. Irgendwas, glaube ich, mal gehört mit magischem Sand oder Erde. Ich weiß nicht, so ritualtechnisch kann man besondere Erde verwenden oder besonderen Sand. Kann man. Aber kennst du dich da aus? Weißt du, stell das bei uns so vor, wenn du verwandelt wirst, dann kriegst du erstmal eine ganz lange Lehrlektion. Das ist quasi wie nochmal zur Uni gehen. Oh. Und ich habe den Unterricht über Okkultismus leider geschwänzt. Apropos, mach doch mal einen Test auf Intelligenz und Okkultismus. Aha, Intelligenz und Okkult. Wo ist es denn da? Zwei Erfolge. Mhm. Dann fallen dir zwei Sachen ein, jetzt wo Bruce irgendwie davon spricht, mit alte Vampire und so. Und ich weiß nicht, wie genehm Pranava Ronan bis jetzt war. Also die hat sich ja noch nicht gesehen, aber der stand ja auf meiner Liste, dass ich ihn einladen will. Ja. Von daher dann... Du hast ihn noch nicht gesehen, dann wird aus dem, was Buß erzählt, mit Sand und so und Vampiren, also entweder ist das jetzt wirklich ganz merkwürdig Blödsinn, was er erzählt hat, oder es gibt halt einen Vampir-Clan, von dem Ronan lange nichts mehr gehört hat, der enorm auf Sand bzw. auf Erde Wert legt. Also, weißt du, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es ist zum einen klar, es gibt manchmal zum Beispiel besonderen Sand, der vielleicht einen besonderen Metall inne hat. Dass man da irgendwie, der an besonderen Orten, zum Beispiel sagt man Sand, der an bestimmten Gegenden in Ägypten gesammelt wurde, ist irgendwie magisch nutzbar, Mumienstaub, sowas kann es sein.
Allerdings sind das alles höhere Grade der Zauberei, sag ich mal einfach. Oder wir haben ein echtes Problem. Ich lehne mich so ein bisschen vor. Es gab mal einen Clan, der ist eigentlich Hobbs. Der Hauptclan des Sabbat. Hat das was mit Juden zu tun? Nein. Es gab früher drei Gruppierungen. Die Kamarilla, die Anarchen und den Sabbat. Anna, sag da mal was, ja. Ronan schaute mal kurz zu Anna. Und da gibt es einen Clan, der angeblich in Erde schlafen musste. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo du mit dem mal zu tun hattest. Schau dich so gespannt an links und rechts. So. Also, ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr auf den direkten Namen, aber der Beiname war Unholde. Unholde? Ja, angeblich konnten die ihr Fleisch, ihr gesamtes Aussehen, Fleisch, Knochen, bis auf die molekulare Ebene in jede beliebige Form bringen. Zum Beispiel theoretisch so T-1000-mäßig angeblich Waffen aus ihrem Arm wachsen lassen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Bruce lehnt sich gerade echt so nach hinten in seinem Stuhl, zieht seinen Oberkörper nach oben, weil sie wirklich dieses Angewiderte, weil er sich das ja echt wirklich bildlich vorstellen kann, dann. Und der Ursprung dieses Clans sind die slawischen Länder. Also jetzt weniger Russland, aber Rumänien, Tschechien, die Karpaten. Heißt das, er hat hier neue Freunde oder er hat euch die ganze Zeit verarscht? Oder was willst du mir jetzt damit sagen? Ich habe keine Ahnung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber wenn er einer von denen ist, dann ist er vermutlich einer der Letzten, die es überhaupt davon gibt. Oh. Und damit verflucht mächtig und absolut tödlich. Schaust du so ein bisschen nach unten? So, es ist halt auch so, er schaut mal nach links und rechts. Die Gabe von uns, die Magie. Theoretisch können die andere Kaniten auch erlernen. Rein theoretisch. Was? Das wäre so ein Exklusivding. Ist es auch. Das Wissen wird normalerweise nicht weitergegeben, aber man kann sich sowas durchaus aneignen. Also könntest du mir das beibringen, oder was? Rein technisch gesehen, ja. Rein praktisch gesehen ist das die Todesstrafe. War es zumindest früher. Das weiterzugeben bedeutete, wenn man Glück hatte, den sofortigen, endgültigen Tod. Oder man wurde nach Wien eingeladen. Ich hasse unsere Sorte. Ich war nicht mal. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das heutzutage ist, weil ich habe bei der Lektion über kanitische Rechtskunde auch nicht zugehört. Ja. Was hast du denn überhaupt mal zugehört? Wofür warst du denn in... Ach nein, du warst nicht in der Uni. Das war nur eine Metapher. Okay. Ich war in der Uni, mein Freund. Ich habe einen Abschluss in Psychologie. Und in Forensik. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, streng genommen forensische Psychologie. Ich hätte es kombinieren können, ja. Nee, ich weiß nicht, das war mir irgendwie immer noch ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich war halt, oder wir beide, das ist auf Anna. Wir waren da unten und wie gesagt, es war niemand da, außer, also, alles war auch irgendwie gemacht, aber, also, ich meine, ich klinge beinahe wieder Prepper, bei dem ich immer rumhänge, oder früher rumgehangen habe. Aber da waren zwei Betten, die waren so extra gemacht, weißt du? Wie als wenn ein hochgestachelter Osteuropäer vertuschen wollte, dass die beiden weg sind.
Dann wäre das aber ziemlich dämlich gewesen, da extra zwei Betten so zu tarnen. Ich weiß, aber ist das nicht manchmal noch? Man hat so... Hast du dich mal mit dem Navy Seal unterhalten? Spontan gerade nicht, nein. Ich hatte mal Kontakt zu einem von der königlich-britischen Marine und da kannst du die Betten mit dem Lineal falten. Es kann auch einfach theoretisch jemand unter dem Brucher sein, der einfach Soldat war und das noch verinnerlicht hat, so wie man sein Bett ordentlich macht. Mag sein, es war auch nur eine halbwegs Verschwörungstheorie von mir. Ich traue diesen Sack nicht, echt. Es graut mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Warum, wenn du doch gar nichts? Ich werde mich demnächst mal mit Pnava unterhalten. Das ist gut. Das seit dieser Sache mit diesen Kindern... Ich traue ihm nicht. Er sagte aber noch was, wo du gerade hier bist. Aha. Weißt du eigentlich, wenn man hier aus der Kuppel rauskommt? Weil er weiß das irgendwie. Aus der Kuppel? Ja. Superman-Fragen. Nein, ist das dann nicht so ein Tremere-Ding? Bruce, ach, du hast nicht aufgepasst. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Okay. Es gibt, also es ist durchaus möglich, dass sowas mit Thaumaturgie zusammenhängt. Allerdings, das ist so ein bisschen wie, also einige von uns konnten früher ihre Zufluchten tarnen. Damit da nicht ein Mensch zufällig reinstolpert und Dinge sieht. Aber auf der Größe einer Stadt ist das vollkommen unmöglich. Zumindest nach allen Studien, die mir von meinem Erzeuger erzählt worden sind. Wenn man so etwas machen wollen würde, würde das eigentlich die Kraft, ich schätze mal, des gesamten älteren Rates erfordern. Und die gibt es ja nicht mehr. Ich habe das schon gehört, ja. Also denke ich, ist es irgendwas anderes. Aber was? Keine Ahnung. Ich kann leider nicht hingucken und es magisch analysieren und sagen, aha, erwischt. Na, hätte ja sein können. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch funktioniert. Das ist aus Buch X. Das ist aus Buch XY, aus dem Necronomicon. Nein, leider nicht. Das ist gut, ich so ein bisschen an. Aber, ja, schade. Aber ja, Pranava kennt einen Weg aus der Stadt. Das macht ihn mir nicht sympathischer. Und wir haben Theorien. Dass es über alte U-Bahn-Schächte und dergleichen funktionieren könnte, beziehungsweise über alte Bergwerksstollen, dass irgendeiner aus der Stadt rausführt. Wenn man die entsprechenden vielleicht Rituale kennt. Oder die richtigen Zeichen malt oder jedes Mal vielleicht ein Blutopfer darbringt. Wenn du Blut... Also, er versteht das auch nicht. Wirklich, dann zuckt er so zusammen und man kann wirklich sehen, wie er sich so schüttelt, wie so ein Hund und dann... Oh, bitte sag das nicht. Ich hatte davon mal erzählt, bei meinem kleinen Nebenjob für ihn. Mhm. Möglich wär's. Ja. So durchs Gesicht. Allein mit der Forschung will ich ihm die Fresse polieren. Und mit deinem Außenstehenden wird er das Geheimnis nicht teilen. Aber falls er doch ein Tremere ist, vielleicht mit einem anderen Tremere, den er für würdig hält. Also nicht mir vermutlich. Vielleicht, wenn du den Okkultismus-Kurs nochmal besuchst oder so. Das muss ich jetzt sowieso. Ich muss mich da fortbilden, glaube ich. Seit ich in dieser Stadt bin, ich werde nicht drum rumkommen. Ich könnte auch andere Tremere fragen. Ja, das Problem ist, in der Stadt ist es halt ein bisschen begrenzt und ich glaube, Veronica ist auch nicht mehr so gut auf mich zu sprechen aktuell, vermutlich. Weiß ich nicht. Ich müsste bei der vielleicht auch mal aufschlagen und mal sagen, hey, darf ich deine Bibliothek benutzen? Nun, ich habe ja schon das Glück gehabt, mit ihr Bekanntschaft zu machen. Zieh so eine Brauerhochschau in Richtung Anna. Ich weiß nicht. Ich würde da nicht aufschlagen. Naja, sie ist mein Primogen, ne?
Ach ja. Und jetzt nicht mehr Sehneschall. Dank unter anderem mir. Ach ja. You know the problem? Yes, I do. Naja, ich weiß auch nicht, was die, da... Die Tür zum Pub fliegt auf und die alle, alle Gesichter rucken einmal um die, ja, einmal herum und ein Mann und eine Frau treten ein und ja, die Frau vor allen Dingen sieht, also sie zieht wirklich alles an Blicken an und selbst Ronan und Bruce fällt es schwierig, woanders hinzusehen und noch schlimmer geht es den Truckern und auch sogar Lady Knutzen und ja, Männlein und Weiblein gleichermaßen sind angezogen von den beiden. Der Herr, der irgendwie nach der Dame eintritt, schaut sich so ein bisschen so um, als hä, was sollen wir denn hier? Ja, aber die Dame kennt ihr, das ist Sam. Kann ich irgendwie auf Willenskraft würfeln, oder nicht hinzublicken? Weil ich habe da eine Freundin im Nacken, die tötet mich sonst vielleicht. Ich glaube, also die ersten Sekunden, wo du das nicht realisierst, was da passiert mit dir, wirst du da nicht groß was gegen machen können. Danach ist es natürlich kein Ding, dass du sofort wieder wegguckst. Aber die ersten Augenblicke so, du merkst also halt, so wie es dir schwer fällt, wirklich wegzublicken, aber du kannst wegblicken. Aber sogar Anna blickt dahin, also hat okay. In dem Moment auch nicht die Möglichkeit, dich zu beobachten. So, weil dann hofft er nämlich, dass sie das nicht gesehen hat und dann dreht er sich so wirklich um, schnatzt auf den Tisch und kratzt da so ein bisschen rum mit seinem Finger, so mit so einem Lalala, ich hab nichts gesehen. So ein Baron so, fällt die Kippe so kurz aus dem Mund. Nee. Kratzt auf dem Tisch rum. Schau so in die andere Richtung. Scheiße, ne. Hey, Jelly. Ich würde mal sagen, wir bekommen von denen da erstmal gar nicht viel mit, weil wir zwei völlig miteinander beschäftigt sind. Und miteinander rumscherzen und lachen und... Hey! Da ist sie ja. Vor einem halben Jahr war das noch ganz normales Pub. Jetzt ist es das Zentrum der kanitischen Bevölkerung. Lach nicht. So viele wie hier waren. Jetzt im Nachhinein war dieser Türsteher auch einmal hier. Der beim Elysium. Ist ja eigentlich... Naja. Ja, Bruce, die Antwort ist ja oder vermutlich. Bruce lässt sich den Kopf hängen. So. Das gibt's doch nicht. Wie spät ist es gerade? 10:50. Na gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Naja, wie auch. Ich schwenke noch mal ganz kurz zu Isaiah rüber. Du wolltest du die Party verlassen, oder? Nein. Isaiah wird sich irgendwann versuchen, Lillian zu schnappen und sich mit ihr irgendwie auf dem Balkon zu treffen und versucht herauszukriegen, ob sie noch irgendetwas von der Geschichte mit dem Bürgermeister und mit Adam weiß oder ob sie das alles, ob das alles vergessen wurde. was sie weiß noch von Adam und meint irgendwie, wieso kennst du Adam? Oh ja, wir sind uns mal über den Weg gelaufen. Ein unangenehmer Kerl. Ja. War mal mit meiner besten Freundin zusammen und dann ist sie verschwunden und also man sagt sich, sie war gestorben irgendwie. Es war ganz komisch und dann naja, hat er sich bei mir ausgeheult und ist mir hier hingefolgt. Ich bin dann weggezogen. Aber dann ist sie ja wieder aufgetaucht hier. Hast du von ihr gehört in letzter Zeit? Nein, gar nicht. Ich habe versucht, sie zu finden. Sie muss ja hier irgendwo wohnen oder hier irgendwo sein zumindest, aber ich habe nichts rausgekriegt. Aber ich habe den Kerl auf jeden Fall in den Wind geschossen. War bestimmt eine hervorragende Entscheidung. Der
wirkt auf mich auch eher wie ein unzuverlässiger Typ. Irgendwas wusste der. Er hat sich so komisch verhalten. Ich wusste genau, der irgendwas hat er gemacht und ich wünschte, ich wüsste, wo Angela ist und könnte mich mal mit ihr treffen und mal aussprechen. Ich muss mal gerade ganz kurz um Othe was fragen. Mhm. Ist es Maskeradebruch, seinem Ghoul zu sagen, Geheimnisse über die Vampirwelt zu verraten? Nee. Ghule dürfen wissen. Ja. Okay, sehr gut. Also er beugt das Ganze vor und um uns rum steht halt gerade niemand. Wir sind so oft auf dem Balkon. Und da sagt sie, Lillian, weißt du, ich bin nicht der Schwager von Axel oder wie der heißt. Nicht? Mein Name ist Isaiah Williams und ich kenne Angela und ich weiß auch, wo sie im Moment wohnt. Aber... Hat sie dich zu mir geschickt? Nein. Ich bin aus meinen Gründen hier. Ich könnte jemanden brauchen, der für mich arbeitet. Und ich biete dir etwas an im Austausch für deine Dienste. Ich biete dir die Wahrheit an. Ich biete dir an, dass du weißt, was mit Angela passiert ist, dass du weißt, was Adam getan hat und dass du vielleicht wieder deine Beziehung zu Angela herstellen kannst. Das Letzte würde ich auf jeden Fall wollen. Gut. Gut. Aber was soll das für eine Arbeit sein? Ich habe schon einen Job. Ich muss eine Firma leiten. Du müsstest eigentlich gar nichts weitermachen als diese Firma leiten und mir eventuell gelegentlich zur Hand gehen, wenn ich deine Hilfe brauche. Wie wichtig, wie sehr bist du mit Mr. Panara verbunden? Und also er wird jetzt eine seiner Kräfte benutzen, und zwar Mesmerize, um sie zum wahrhaftigen Antworten zu zwingen. Was ist deine Beziehung zwischen dir und Mr. Panara? Panara ist Anteilseigner, der besitzt 49% der Firma. Wer besitzt den Rest? Ich. Okay. Abgesehen davon, hast du irgendwas mit Mr. Panara zu tun? Nein. Was soll ich mit ihm zu tun haben? Ich frage nur aus Neugierde. Kennst du noch, erinnerst du dich an die Party, die Wahlparty von Mr. Jones, dem Bürgermeisterkandidaten? Ja, verschwommen. Da habe ich Angela ja gesehen. Also. Meine ich zumindest, dass ich sie da gesehen habe. Aber sie war mit irgendwelchen Leuten auch da, weil ich kann mich nicht dran erinnern, was und wer genau. Es ist alles ein bisschen verschwommen. Mhm. Okay. Isaiah blickt ihr nochmal tief in die Augen. Hebt dann sein Handgelenk an seinen Mund, beißt da rein, sodass ein paar Tropfen Blut daraus fließen. Guckt dann einmal über die Schulter, dass gerade jemand da ist und sagt, wenn du die Wahrheit wissen willst, trink. Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Das Angebot gilt nur heute. Sorry, aber ich stehe nicht auf solchen Kram. Kriegt so ein ganz, ganz breites Grinsen, guckt dir tief in die Augen und benutzt. Muss ein bisschen Gule freiwillig trinken? Oder? Nein. benutzt Kompell und sagt: Trink. Ja. Dann trinkt sie. Wir sehen uns bald wieder. Und dann geht er. Ja, schreib dir mal ein Stain auf. Yes, sir.
Also einen für die Aktion und noch mal einen fürs Ghoulen. Ja. Ja, das, wenn Isaiah geht, sieht er unten auf der Straße, wird er nochmal Pernava sehen, der ja schon eine Weile gegangen war eigentlich. Und das Eigenartige ist nicht, dass du den noch, also das ist schon eigenartig genug, dass er da noch steht. Steht da in so einer Limousine, die du auch schon mal von ihm gesehen hast, glaube ich. Die Bruce ja mal gefahren hat und scheint auf irgendwas zu warten. Und in dem Augenblick, wo Isaiah halt auf die Straße tritt und ihn so sieht, merkst du so ein Knistern in der Luft. Und so als wäre die so mit Elektrizität gefüllt. Und die Straßenlaternen fangen an zu flackern. Und im nächsten Augenblick gehen überall die Warnblinker von den Autos an und diese Alarmanlagen fangen an zu hupen und so. Und ja. Der steht da einfach, oder wie? Der steht da, ja. Sieht dich auch gerade nicht, weil er mit dem Rücken zu dir steht. Ich bleib da einen Moment stehen und beobachte, schaue mich an, woher dieses Randal kommt. Ja. Wenn du ihn ein bisschen beobachtest, dann merkst du das erste Mal, seit du ihn kennst, dass er ein bisschen nervös wirkt. Mhm. Und dann um die nächste Ecke verschwindet. Und in dem Augenblick fangen die Reifen und die Windschutzscheibe des Autos, wo er dann was ihm gehört, irgendwie, wo neben er gerade gestanden hat, so implodieren. Einen lauten Knall. Okay. Gibt es irgendwie, also die Reifen platzen einfach? Ja, und die Scheibe implodiert. Als wenn da auf einmal ein Vakuum drin wäre. Ja. Alles wird nach innen gerissen. Genau. Was? Gibt es irgendwo ich weiß nicht, woher kann sowas kommen? Gibt es ein Effekt, der mir schon mal unter was zu hängen kann. Okay. Intelligenz Science oder so? Ja, ja. Da ist nicht viel da, aber ich kann es versuchen. Oh Mann, das ist ja nicht so viel. Da, aber es ist trotzdem zwei Erfolge. Also jegliche Ding, das du dir vorstellen könntest, was dafür verantwortlich wäre, würde auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufwand erfordern. Und so ein Vakuum in so einem Auto zu erzeugen, also das würde auf jeden Fall, wenn du jetzt da hingehst und guckst, dann würdest du da was finden. Und wenn du rübergehst, da ist halt nichts, außer dem ganz normalen Innenleben von einem Auto. Okay. Schaut sich das einen Moment lang an. Findet nichts und denkst, geht dann Mr. Pranava hinterher, versucht ihm so ein bisschen zu folgen und herauszufinden, wo der jetzt hinabgedüst ist. Wenn du in die Gasse hineingehst, ist die Gasse leer, wo er drin einverschwunden ist. Ist das eine Sackgasse? Ja. Das ist sogar eine Sackgasse. Verdammte Axt. Hier sind einfach Häuser, wenn du das siehst. Kann sein, dass er am Ende der Straße irgendwie, keine Ahnung, über den Zaun gesprungen ist oder sowas. Könnte sein, ja. Also er war bis jetzt nicht so der agilste, aber könnte durchaus sein, ja. Ich suche noch nach Gullideckeln oder sowas. Ja, gibt es ja Gullideckel, ja. Okay. Ich lasse dich mal mit dem Eindruck alleine und gehe wieder zurück in die Bar. Ja. Wo Bruce und Ronan verzweifelt versuchen, Samantha nicht anzugucken. Ja. Ist echt so ein. Naja, dann hatte ich halt geplant, die Tage noch die anderen Sachen abzuchecken. Ich habe hier so eine Karte.
Meine Wohnung sieht aus, als wäre das FBI da gewesen. War das FBI da? Nein. Okay. Ich habe nicht so viel Platz. Ich bräuchte eigentlich langsam ein zweites Büro. Du, ich kenne das. Ich hatte einen Trailer früher nur. Der sah auch immer aus wie eine Müllhalde. Ja, aber hier, guck mal. Ich kram so aus meiner, wahrscheinlich aus der Jackeninnentasche oder sowas, halt diese alte Stadtkarte so. Hier, die hat mir Henry gegeben. Der hatte mir halt mal angezeichnet, wo die Stollen und sowas alles sein könnten. Mhm. Hier bei dem hier war ich schon mal. Deut halt auf die Karte, wo, ne? Ist. Mhm. Da waren, wie gesagt, das verlassene Versteck. Vielleicht sind die auch wieder da. Ich sollte da nochmal hingehen. Aber erst morgen. Oder übermorgen. Und zu den anderen muss ich noch gehen. Weil, auch wenn es dem Pnava gelungen ist, ich kann ja nicht so lange warten. Ich finde diesen Gedanken immer noch zu gruselig, dass wir hier einfach in so einer unter so einer Kuppel sind wie bei Under the Dome. Und wenn ja auch schon dieses Ordnungsamt rumläuft, dann kann das nicht gut gehen. Wie auch immer, du solltest da auf jeden Fall nicht alleine hin. Wenn sich's irgendwie vermeiden lässt. Ich meine, Spuren, ich bin ziemlich gut im Spurenlesen, aber eben. Das kriege ich auch noch hin. Also Spuren an Tatorten. Ich bin nicht der Überlebenskünstler draußen. Achso, ich krieg die anderen Spuren hin. Ich war als Kind viel draußen und so. Wie spät haben wir denn? Immer noch 10. Wie lange noch bis 12? Immer noch 10 Minuten vor. Naja, als Kind war ich auch noch viel draußen. Dann? Bin ich nach Boston gezogen. Na, ich verstehe. Naja, ich wollte die ganzen Punkte abklappern, weil. Ist nicht doof. Ja, wenn du das schon gesagt hast, Jelly, dann. Ich wollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielleicht sind die auch irgendwo in anderen Stollen gezogen oder so. Aber wenn da irgendetwas unter der Stadt ist, kann das eigentlich nur da sein. Außer ist. Du hast es hier irgendwas von irgendwelchen U-Bahn-Tunneln oder so? Von denen wüsste ich gar nichts. Ach so. Vielleicht und da wohnen mit Sicherheit die Nosferatu, beziehungsweise die Analysation. Wir wissen halt nicht genau. Wir wissen noch gar nicht genau, ob es überhaupt U-Bahn gibt. Eben. Also es kann alles mögliche an Tunneln sein, aber das gehört mit Sicherheit waren die mit ja. Nicht so ja. Wie der Dicke. Ach so. Deshalb die Maske. Warum auch sonst, ja. Okay, meinst du, die haben da Probleme, wenn man da auftaucht? Naja, in den meisten Städten ist das so, dass denen der gesamte Untergrund gehört und wenn man da reingeht und nicht Hallo sagt, legen sie einen um. Also man muss fragen, wenn man deren Tunnel benutzen will und sie gehen meistens automatisch davon aus, dass die Tunnel unter einer Stadt ihnen gehören. Sitzen da schon sehr lange Nosferatu, kannst du auch Fallen geben. Okay. Was ist denn, wenn ich gar nicht weiß, dass es da Tunnel gibt und ich da einfach nochmal so reinspaziere in diesem Schacht und da zufällig was finde? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Wer ist denn Chef von den Nosferatu gerade? Das Primogen ist der ehemalige Sheriff, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Jetzt einer. Das war der gruselige Insektenmann. Mhm. Nebenbei, das glaube ich kaum einer weiß, wie viele Nosferatus in der Stadt gibt. Gesehen haben wir 3. Gesehen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, gut, es ist auch 3 Monate nie mal aufgefallen, dass wir in der Stadt sind. Ich glaube, da können die wie sich viele echt gut verschenken. Verdunkelt irgendwo im Schatten stehen. Bei der Möglichkeit würde Bruce einfach mal, weil er es kann, Sense of the Beast machen, um zu gucken, ob irgendwo hinter der Wand noch einer gerade steht, weil Ron das gerade so gesagt hat. So, das so plopp, 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 plopp. Tatsächlich nimmst du einen extra Beast, was du keinem zuordnen kannst, im Raum wahr.
Wo ist das? Wo genau fällt dir schwer, das einzuordnen? Ja, dann siehst du vermutlich so ganz kurz, Bruce hat ja auch so also bräunliche Augen quasi, wie die einmal so ganz kurz so, ja, so leicht ins Rotbraune gehen. Mhm. Wenn man links und rechts schaut. Das ist, wahrscheinlich also, das ist ja eher so ein Wittern. Ne? Das ist ja kein genaues. Ja, aber so dieses. So, er merkt halt so die Präsenz davon, was er nicht zuhören kann. So. Gruselig. Alles senkrecht? Wo du es gerade gesagt hast. Irgendwer ist hier noch. Außer uns. Ronan streicht sich mal über die Schläfen. Sense die anziehen. wer beobachtet uns denn schon wieder? Lass ja, mal gucken. Was war das? Wits Auspicks oder Resolve und Auspicks? Zum direkten Entdecken macht Wits mehr Sinn, denke ich, ne? Ja. Wits und Auspicks. Gib mich Würfel. Ich würde gerne das Tier reizen. Ja, dann mach erstmal einen vorneweg. Yep. Ja, ein Hunger mehr. Ja, das habe ich aber schon fast erwartet. Das war jetzt ein Würfel mehr oder ein Erfolg? Ein Würfel mehr. Ein Würfel mehr, ne? Ja, okay. Dann gucken wir doch mal. Mhm. Wahnsinn. Zwei Erfolge. Kannst Willpower machen, ne? Willpower ausgeben, um 3 zu wiederholen. Ja, dann mache ich das mal. So. Die ersten 2 waren die. Oder die ersten. Junge, ja, also die genau, ersten 3 kannst du nicht, aber den Rest kannst du. Okay, dann 3, 1 und 4, so würde ich quasi normal würfeln. Mhm. Also 2 habe ich ja. So. Ja, so langsam werde ich firm drin. Das will einfach nicht. 2. Muss ich mal ganz kurz gucken. Dann wirst du vielleicht auch so eine Präsenz spüren, aber nicht genau zuordnen können, wo. Ja. Also, dann sieht Bruce tatsächlich, wie Ron sich an die Schläfen fasst. Die Augen werden ein bisschen starrer. Und er gibt ein leichtes Fauchen von sich, und sich dann einmal kurz umguckt, dann schüttelt er wieder den Kopf. Wenn du dich gerade umguckst, neben dir sitzt Jelly am Tisch und schaut dich so ein bisschen an, aber in dem Augenblick, wo du dich halt so umguckst, siehst du nicht in Jellys Gesicht, sondern wieder in das andere Gesicht ganz kurz und es kommt ein, was ist los mit dir? Und dann sitzt wieder Jelly da. Er springt tatsächlich von der Couch. Oh, alles okay? Alles okay, Mann? Ich gehe so zu dir hin und rüttel dir so an der Schulter rum. Alles okay? Er ist wieder bleich wie eine Wand. Also, das menschlich zu erscheinen, ist halt wieder weg. So förmlich. Ne? Es ist wieder totenbleich. Die Augen sind richtig weit aufgerissen. Hast du Geist gesehen? Ja. Ich schaue so in Richtung Anna mit, das war jetzt ein Scherz, oder? Ich hoffe. Also, irgendjemand ist auf jeden Fall hier, aber scheiße, das ist das zweite Mal heute. Das ist das zweite Mal, dass du da nach hinten springst, wenn du mich anschaust. Irgendwie Spinat zwischen den Zähnen oder so. Ich muss mal in die frische Luft. Ich brauche, glaube ich, einen Moment. Also er taumelt regelrecht völlig, also richtig entsetzt, schockiert und Angst auch in seinen Augen dann nach draußen. Ja, Jelly wendet sich an Bruce. Kannst du bitte mitgehen? Ich hab irgendwie... Ich lehne mich da noch einmal kurz zu Anna. 2 Minuten vor kommst du auch raus. Dann zwinge ich eher so zu.
Okay. Ja, und dann geh ich Ronan nach. Ja, der steht draußen. Dann kommt ihr wohl an uns vorbei. Ja. Oh, ihr seid auch hier. Ronan sieht aus wie der absolut lebende Tod. Ja. Das ist ich schubst ihn so nach draußen, so der, wenn du wahrscheinlich noch so ein bisschen tapsig dann da draußen wankst. Wir gehen mal lieber. Also, was vielleicht noch Sam sehen kann, ist Ronan Kraft in seiner Tasche, um die Zichte rauszuholen, und die Hand zittert tatsächlich die ganze Zeit. Jetzt schafft es noch nicht mal, sich die Kippe in den Mund zu schieben in dem Moment. Süßer, wartest du hier auf mich? Das ist ein guter Freund von mir. Ich sollte mal gucken, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Alles klar. Da gehe ich auch mit raus. Ron steht da draußen, so nach dem vierten, fünften Mal trifft er endlich seinen Mund mit der Kippe. Ja, übrigens strömen jetzt relativ viele Leute nach draußen, weil es kurz vor Mitternacht. Mhm. Außen ist ziemlich voll. Setz dich auf den Boden. Nicht hier, die kommen gleich alle. Geh um die Ecke. Dann geht um die Ecke und setzt dich da auf den Boden. Ich zieh dich so mehr mit, als dass du so von selber gehst und dann so. Jetzt nochmal, hast du den gesehen oder was? Oder was ist passiert? Wen gesehen? Oh. Irgendwer beobachtet uns da drin. Vermutlich sitzt irgendwo ein Nosferatu rum. Und das hat die jetzt so. Nein. Willst du darüber reden? Als ich aufgestanden bin, hatte ich das schon mal heute Morgen gehabt. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und Jelly stand vor der Wand und hat sich was da angeguckt, und als sie sich umgedreht hat, war schon ein bisschen davor, da sah sie nicht aus wie Jelly. Sie sah aus wie Kendra. Kendra? Aber sie ist doch schon lange tot, oder? Meine Frau. Bruce hat so große Augen. Hast du nicht gesagt, dass sie tot ist? Sie ist ermordet worden. Als sie schwanger war. Man merkt halt, Bruce ist gerade sichtlich unangenehm. So. Und als wir redeten und sie so aussah, da hat ihr Körper angefangen zu bluten. Und sie klang so, sie hat so gerochen. Und dann war das Ganze wieder weg. Und jetzt gerade hat sie wieder ausgesehen wie Kendra. Fängt jetzt John auch an, mit deinem Kopf rumzuspielen? Keine Ahnung, aber... Ich gehe rein und schaue, wer da drin ist. Ja, wenn Sam reingeht, müsste sich gegen ganz viele Leute wehren, die gerade rausrollen. Kein Problem, da wird durchgeboxt. Ja. Und dann kannst auch du nochmal Witz und Auswurf würfeln. Also, wenn das ist halt so, dass Ronan dann kurz unter sein Hemd greift, so ein und dann so ein kleines Amulett rausholt und das aufklappt. Und da ist halt ein Bild drin von einer ziemlich hübschen, rothaarigen Frau, die auf jeden Fall irische oder javalisische Wurzeln haben muss. Willpower? Wie viel Hunger hat Sam gerade? Ein. Ja, du hast ja getrunken von... Genau. Ja, dann gehen wir doch mal... Hübsch. Ja, das war sie. Für drei, ne? Du kannst nur die zwei Misserfolge neu würfeln. Du kannst gerne auch den Erfolg neu würfeln, aber das würde ich nicht machen an der Stelle. Ja, du kommst mal so ein bisschen näher und ist ein bisschen awkward. Geht er dann so an dich ran und drückt dich dann so, wie so Kumpels das machen würden, so einmal rum? Und was macht die Stadt hier mit uns? Ich weiß es nicht. Ja, vier Erfolge. Du durchschaust die
die Tarnung von Malcolm, wie er in der Ecke steht. Würde ich ihn wahrscheinlich lange und sehr direkt anschauen. Und dann tritt er auf dich zu. Irgendwie hat er dieses stoische Gesicht. Respekt. Guten Abend. Guten Abend. Treibst du dich öfter hier rum? Eine schöne Umgebung. Innerhalb meines Reviers. Ja, dann haben dich auch bemerkt. Hört ja jetzt der Primogen der Genkwe. Gewohnheitssache. Die anderen haben auch bemerkt, dass du da bist. Was passiert? Aber sie haben mich nicht gesehen, oder? Was ist mit deinem Freund passiert? Mit welchem Freund? Der Detektiv. Das soll er selber entscheiden, ob er dir das erzählen möchte. Ich wäre eine schlechte Freundin, wenn ich das tun würde. Touché. Dann sollte ich rausgehen und ihn fragen. Es ist eh kaum Zeit bis Mitternacht. Sie hat Freundin gesagt. Hallo, wir reden hier gerade über Malcolm, ja. Ja, dann geht er einfach schnurstracks an dir vorbei. Das kann die kantrigen, breiten Schultern mit dem Mantel. Du siehst ganz klar, dass sich auf dem Rücken, das unter dem Mantel, dieses Schwert abbildet, das dein Sire geköpft hat. Ich gucke ihm böse hinterher. Ja, dann geht er nach draußen. Und folgt ihm damit ein bisschen Abstand. Deshalb müssen wir echt schnell herausfinden, was hier abgeht. Das ist viel zu krank hier alles. Entweder spielt mir da einen richtig üblen Streich. Nee. Das hört sich genauso an wie das, was dieser Andrew auch hatte. 10, 9, 8, 7. Kurz eine. Ist Anna auch rausgekommen? Ja, ich stehe draußen auf der Straße. Ja, dann gehe ich schnell zu ihr. Dann gehe ich so schnell zu ihr, so schau dir so kurz in deine Richtung, kann halt nur so ein entschuldigendes 3 machen. 2, 1 und schon dann geht frohes neues Jahr und den ganzen Böller halt los. Und in dem Moment, ihr seid ja am Stadtrand. Schaut Richtung Stadt, wie die ganzen Raketen halt hochgehen. Und das größte Gebäude in der Mitte, wo Purnava einquartiert ist, dieses Hotelgebäude, was alles überragt, explodiert auf einer Etage. Und es gibt einen großen Feuerschwall. Ach du Scheiße. Was zum Henker. Happy New Year. Und als der Rauch und der Nebel sich ein bisschen gelichtet hat und sieht man, dass das Gebäude nicht zerstört ist oder so, aber ihr seht einen feurigen Schein auf der Fassade des Gebäudes, eine brennende Schrift, die hinterlassen wurde. Ronan O'Connor. Und ich denke, wir verlassen für heute dann dieses Szenario. Du Arsch! Das ist nicht ein schönes Geschenk, allen Leuten zu zeigen. Guck doch mal auf diesen Kerl. Oh ja. Uff. Das ist ja mal eine geile Werbung. Die hätte ich nicht besser schalten können. Ja. Viel Spaß, Mr. Sheriff.
Ich wollte übrigens ankündigen, dass nächstes Jahr startet eine Hunter-Runde. Die sich mit eigenartigen Vorfällen in dieser Stadt befassen wird. Ey, sie besuchen. Wir wissen jetzt wenigstens, wo sie als erstes hingehen. Ich steige Verdunkelung. Ja, ist sehr cool irgendwie. Also, sehr gut. Dr. Angelas beste Freundin. Ja. Ponava ist das erste Mal etwas außer Fassung. Sam trifft endlich mal wieder Malcolm. Eigentlich. Das heißt endlich mal wieder, das erste Mal seit der Sache. Seit dem Elysium. Richtig. Ronan hat seine ganz eigenen Probleme und Bruce ist wie immer. Und immer alles schlimmer. Ich habe irgendwie das Gefühl, Bruce ist derjenige, der die ganze Scheiße anzieht, weil es passiert immer was, wenn Bruce in der Nähe ist. Es geht halt so bergab. Ja. Genau, Bruce ist schuld. Ja. Ja. Um das irgendwie vielleicht abkürzend nochmal zu sagen, irgendwie vielleicht ist diese Implosion, die Isaiah gesehen hat, auch wahrscheinlich dann genau kurz vor Mitternacht, nicht genau an Mitternacht passiert. Also kurz danach, als sie in die Gasse geguckt hat, dann ging das. Dann ja. Siehst du auch diese flammende Schrift auf dem großen Gebäude. It's going down for real. Ja. Ja, ist so. Uff, und der Isaiah denkt sich, vielleicht ein bisschen übertriebene Werbung, aber hat einen gewissen Reiz. Ich hätte es anders gemacht, aber. Zeitungsannonce hätte es auch getan, aber okay. Wenn du meinst, Ron. Diese Anzeigetafel am Highway. Ja, so ein kurzes 18 Eintel, ja, genau. Ja, cool. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, ja. Ich finde die Entscheidung von Isaiah ist natürlich jetzt spieltechnisch extrem interessant. aber es bietet jetzt natürlich auch ein sehr, sehr, ich hoffe mal, dass Lilio das schnell wieder gesund wird und beim nächsten Mal wieder dabei ist. Obwohl sie hat ja keinen großen Kontakt mehr zu Lilien. Ich weiß nicht, ob Isaiah ihr das auf die Nase bindet. Zumindest er wollte ja kuckeln, ne? Aber naja. Ja. Sie wird sich freuen. Ich muss ja nicht auf die Nase binden, dass ich sie zu meinem Ghoul gemacht habe. Das ist völlig richtig, ja. Und das Spiel der Ventru beginnt von neuem. Das Spiel der Throne. Ja. Sam hat endlich mal wieder Party gemacht. Und ja, sehr schön. Ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt vielleicht. Mhm. Und dann gleich wieder einen Dämpfer bekommen, nachdem sie merken, du wolltest in die super. Bar. Ja. Ja. Und was ich sehe das kommen. Malcolm hat nur einen Nachteil: Neugier. Das war's. Ja. Ja, der Chat freut sich über einen Chemisken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Und das Ronan, ist bestimmt ein toller Quarzsand. Ronan ist total überarbeitet. Wie das da. Er wird so mal Kaviar, er enttarnt sich jetzt endlich. Hust aber langsam auch, der verliert die geistige Stabilität, echt. Ja, und bevor wir aber aufhören mit dem Stream, muss der Isaiah nochmal gucken, ob er Menschlichkeit verliert. Oh ja, richtig. Er hat zwei Stats bekommen. Ich dachte, wir vergessen das diesmal ein. Der Chat nice will das doch try. Bestimmt wissen, aber. 5, 4, 3. Ich muss also aber selber nochmal gucken, wie das genau ging. Ich kenne die Regeln mittlerweile auswendig, so oft, wie ich das schon würfeln musste. Achso, und dann? Das stimmt nicht, das ist so. Aber ich weiß nicht, wo es steht. Warte. Berühmte letzte Worte. Ja. Ich hab's irgendwo gelesen, boom. Downward Spiral, Humanity Track. Ich glaube, du machst den Würfelpool von Humanity und würfelst die Würfel, die überbleiben, zwischen deinem Menschlichkeitswert und den ausgestrichenen Sachen. Das heißt, je weniger Humanität du hast, desto einfacher wird es, Stains zu überwinden.
Moss, Wrong Number of Dice equal to the unmarked unfilled dots. Mhm. Yay. Wie viel Humanity hat ICR momentan? Fünf. Du hast zwei Stains bekommen, das heißt, du würfelst drei Würfel. Wenn ich das richtig sehe. Korrekt. Ja, der hat schon letztes Mal sich wieder Sachen geleistet, die. Tja, ich würde sagen, das ist Humanität 4. Nur aus Traditionsgründen muss ich an der Stelle nochmal kurz vorlesen, was Humanity 4 bedeutet. Ja, bitte. Hey, some people gotta die. You have finally begun, even accepted, your inevitable slide to the moral sloth of and self-indulgence. Killing is more than fine. As the elders, they've been around long enough to see the whole genocide ignored. Destruction, theft, injury, these are all tools, not taboos. Physical changes become quite evident as ashen paler shades shades more firmly into corpse-like. Two dice penalty on rolls to interact with humans. You can no longer keep down food and drink, even with blush of life. Also. Oh. Ich glaube, Isaiah muss sich mal auf eine Mission begeben, ein bisschen menschlicher zu werden. Ist jetzt der Eis. Das heißt, Hintergrundgeschichte schreiben und versuchen, darüber mal wieder ein bisschen reinzuholen. Ich reiße dieses Baby in die Hölle, okay? Aber du nimmst es mit einem großen Knall alle mit, wahrscheinlich. Ist okay für mich. Oh, Mann. Das kann nur in Tränen enden. Zumindest bleibt er sich treu. Ja? Wie gesagt, ich nur 3, 2, 1. Heftig, habe ich bisher echt jeden meiner Remorse-Votes verloren, ne? Ich glaube letzten Mal hattest du es nicht oder? Du warst vorher schon Humanität 5. Du hast, glaube ich, mit 6 gestartet. Du hast dann 1 verloren, als du die Frau irgendwie angegriffen hast. Ja. Dann bist du auf 5 und beim letzten Mal hast du es, glaube ich, geschafft. Nee, ich glaube, ich habe auf 7 gestartet, weil das Default-Wert ist. Oder warte, auf was ist Bruce gestartet? Bruce ist auf 8 gestartet, ne? Ja. Dann müsste ich auf 7 gestartet sein eigentlich. Ja, dann musst du. Dann habe ich zweimal. Wir haben es ja alles aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir alle Remorse haben. Videobeweis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt. Ihr Isaiah gründet ein Waisenhaus und verkauft dann das Blut. Jawohl. Er kann aber als Nava mit ins Geschäft einsteigen. Ja. Das ist dieses eigennützige. Er hat heute schon Geschäftskontakte angeboten. Ja. Im und Export. Ja. Oh Gott. Das heißt ja Blood and Sand. Ich habe ja gehört, dass der ist ja jetzt ein bisschen nervös geworden. Vielleicht kann er Hilfe brauchen. Ja, vielleicht. Mit so einer geschickten Leuchtreklame. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich nochmal bei meinen Mitspielern und vor allen Dingen auch an den fleißigen Chat, die ganzen Leute, die fleißig kommentiert und auch Hintergrundgeschichten für die WOD ausgepackt haben und uns an ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Danke. Immer ganz schön, das zu lesen zwischendurch. Und ich würde sagen, wenn ihr mehr Rollenspiel haben wollt, über Ronin läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol durch. Da findet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Rollenspiel und könnt euch da gütlich tun und viel Spaß beim Entdecken von ganz, ganz vielen tollen Geschichten. Und wann gibt es das nächste Mal was von Rerion und wo findet man Rerion, wenn man Rerion suchen würde? Also es gibt das nächste Mal was mit mir am Donnerstag. Da bin ich auf dem Kanal von Rarasal RPG unterwegs und da gibt es dann Cyan. Die Kinder der Loa sind wieder unterwegs und machen New Orleans unsicher. Ansonsten findet man mich auf YouTube unter Rerion79 und auch auf Twitch unter Rerion79 und auf Twitter unter Rerion RPG. Ja, genau, da findet man mich überall. Wenn ihr ihn sucht. Ja.
Jetzt, wo das er so viel Reklame gemacht hat, ja. Das ist der Rerion, den ihr sucht. Ja, Araiguma ist, glaube ich, immer noch Koala exklusiv, als einziger, weil Lukis Weigel ist ja fremdgegangen. ja. Ich bin weiterhin nur hier. Nur hier. Und wie sieht's aus mit Kakko? Ja, von mir gibt's das nächste Mal was am 18. Dezember. Da geht unsere Savage Worlds Kampagne weiter, Ripperbrut. Die ist bei mir auf dem Kanal, aber leiten tut die der Reg. Probieren wir die, die neuen Nachkommen von Jack the Ripper zu jagen und zu bekämpfen in allen möglichen Formen und Farben. Und das nächste Mal dann, meine ich, am 26. Da wollten Reg und ich so ein bisschen das Pen & Paper-Jahr für uns so Revue passieren lassen. Mit so einem eigenen Stream, so welche Runden wir gespielt haben, was wir dann noch vorhaben, so 22. Gut. Das klingt sehr spannend. Und Feramin? Ich spiele das nächste Mal am Samstag bei Mischka in der G7 mit Rerion und Koali. Ja, das heißt, ihr könnt euch da in der nächsten Zeit auf viele tolle Sachen freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wünschen wir euch alle den Segen der Nacht. Ich weiß noch gar nicht, ob wir in diesem Jahr nochmal spielen oder nicht. Eigentlich wäre es am 29. das nächste Mal, aber das ist halt so zwischen den Tagen. Das müssen wir, glaube ich, noch ausklamüsern. Und falls nicht, wünsche ich euch jetzt schon mal einen fröhlichen Start in das neue Jahr und auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest. Feiert schön mit euren Lieben. Und dann sehen wir uns hoffentlich dieses Jahr und wenn nicht, dann auf jeden Fall im frühen nächsten Jahr wieder. Und bis dann, den Segen der Nacht. Tschüss. Ciao, ciao.